Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Hallo an euch, die jetzt wieder live dabei sind hier auf Twitch und hallo an alle, die das dann auf YouTube nachträglich gucken. Freut mich, dass ihr alle da seid. So, The Witcher 3 Wild Hunt. Letzte Woche gab es ja leider keinen Stream. Deswegen sind wir jetzt auch mit den Let's Plays ein bisschen hinterher. Und jetzt kommt auch noch Resident Evil 8 bald. Das ist natürlich gerade auch einfach ein Thema, das mich total interessiert und das auf dem Hauptkanal auch sehr viel Platz gerade einnimmt, natürlich. Deswegen bin ich mit den Let's Plays ein bisschen hinterher. Aber wie immer, ich habe es schon oft gesagt und ihr habt es auch oft schon gesehen, hoffentlich. Es kommt öfter mal zu Verzögerungen, aber alles wird immer nachgeholt. Nichts geht verloren. Kein Let's Play verschwindet. Sodala. Genau, machen wir weiter, oder? Machen wir weiter mit unserer mir selbst auferlegten Regel, die Quests der Levelbegrenzung, der empfohlenen Stufe nachzumachen. Auch wenn die schon teilweise recht niedriglevelig sind, aber muss ja erledigt werden. Untersucht die Insel im Lac Calavier. Ich weiß gar nicht mehr. An einem Anschlagbrett. Okay, eine mysteriöse Aufforderung zu einem Test der Tugend an alle, die es wagen. Naja gut, okay. Apropos Anschlagbrett. Waren da nicht auch noch welche in der Welt verteilt, wo ich noch gesagt habe, so, das ist noch gelb, da müssen wir hin. Nö, die haben wir scheinbar gut abgeerntet, die Anschlagbretter. Na schön, das ist ja nicht schlecht. Dann gehen wir mal, wo bin ich? Wo bin ich? Ach, da unten bin ich. Gehen wir mal zu dem Schnellreisebrett, das direkt vor uns sein sollte angeblich. Ah ja, da ist es schon auf der Minimap. Perfekt. Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Ah, da ist es, ja. Okay. Wir sehen hier in Toussaint ein bisschen fancier aus als in, Standardland. Okay, gehen wir mal hier hin. Da haben wir noch ein Fragezeichen. Das schauen wir uns schnell an. Ich bin kein Fan von dem Fragezeichen in dem Spiel. So gern ich das mag, diese Fragezeichen sind zu 90% einfach Beschäftigungstherapie. Das ist cool. Ich mag das, ne? Ich mag sowas in Spielen schon auch. Aber eher halt so gemütlich privat. Da mache ich mir einen Podcast an, da liege ich auf der Couch und dann werden so belanglose Fragezeichen abgeklappert. Das ist cool, das ist Busy Work, das ist Grind. Aber vielleicht nicht das Interessanteste für einen Stream. Aber das eine nehmen wir jetzt mit, würde ich sagen. Hallo Finn und hallo MHD, wie geht's? MHN. Warum sage ich denn immer MHD? Was ist denn MHD? Das hatten wir schon mal. Die Frage habe ich schon mal gestellt. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich nur nicht mehr an die Antwort erinnern. Auf jeden Fall, hallo. Medizinisch-holographisches Snowfall-Programm. Danke fürs Abonnieren. 5 Monate. Great. Erscheinung. Dankeschön fürs Abo. Das war ja leicht. Das war ja wirklich leicht. Ich habe nicht mal irgendwie ein Zeichen gemacht oder so. Hä? Hat der gerade 2 Loot-Häufchen fallen lassen? Oder habe ich wahrscheinlich eine Kiste irgendwie geplündert? Tagebuch eines Verzweifelten und Chardonnay-Herzog Nikolas. Verzeihung. Tagebuch eines Verzweifelten. Die meisten Seiten sind im Liebesschwüren an eine Frau namens Charlotte beschrieben. Die Einträge sind chaotisch und undatiert. Charlotte Chotany oder so ähnlich ist die Liebe meines Lebens. Sie ist nicht bei mir. Brenne ich vor Sehnsucht oder ist sie nicht bei mir? Und so weiter und so fort. Ich habe die Lösung gefunden. Die Hexen vom Leuchtfelsen. Okay. Ich mische das Elixier mit Wein, wie die Hexe mich geheißen hat. Ich bereite beim Katharin-Anwesen ein kleines Picknick vor. Meine Angebetete war bereit, mit mir zu sprechen. Doch wiewohl sie meinen verzauberten Est-Est trank,
weigerte sie sich noch mehr, mich zu heiraten. Außerdem redete sie Unsinn und von Weinreben, die erst aus den Juwelen wachsen müssen, ehe sie mich ehelichen würde. Sie geriet in seltsame Hysterie und begrub mein Gesicht mit bloßen Händen bei der Kapelle ihrer Familie. Mein Geschenk. Ich habe mir schon gedacht, was ich wieder für ein Blödsinn zusammenlese, oder? Ich muss echt, wartet mal ganz kurz. Okay, jetzt geht's besser. Ich glaube schon langsam brauche ich eine Brille. Wenn der Bildschirm so weit weg steht, wird's schon eng. Götter, verflucht sei diese grausame Hexe. Sie hat mich betrogen. Sie hat unleserlicher Abschnitt. Am nächsten Tag ging ich zum Katharin-Anwesen, um Charlotte zu sehen. Und irgendein Monster aus dem Wald hatte sich das gesamte Grundstück bemächtigt. Das war bestimmt sie selbst. Aber das ist cool. Kommen wir hier quasi zu einer Quest. Habe ich eine Quest gefunden. Gerade sage ich noch, 90% der Fragezeichen sind langweilig. Und dazu stehe ich, sage ich immer noch. Aber die 10%, ne? Manchmal, für die ist es das halt wert, dann doch ab und zu mal Fragezeichen abzuklappern. Weil ich glaube, das ist wirklich der Anfang von einer Quest jetzt. Dass wir jetzt dem Monster nachgehen, der verwandelten Katharin, die hier statt einen Liebestrunk, was auch schon ziemlich unethisch ist, junger Mann, wie heißt du gleich nochmal? Verzweifelter. Lieber Verzweifelter. Uncool. Aber anscheinend war es noch dazu ein Monstertrunk, was wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer ist. Und irgendein Monster aus dem Wald hat er sich des Grundstücks bemächtigt. Das ist also das Vergessen meiner Probleme für immer, von dem die Ausgeburt gesprochen hat. Das Elixier hat meiner Geliebten den Tod gebracht. Doch der Tod soll uns nicht trennen. Ich bin bereit zu sterben und mit ihr an der Seite in die Ewigkeit einzutreten. Unleserlicher Abschnitt. Ich werde hängen wegen meiner Sünden aus Liebe für Charlotte. Ja, da könnte ich die Charlotte was davon kaufen. Wenn du jetzt hier rumhängst. Gut gemacht. Trottel. Schauen wir mal schnell. Ist das jetzt... Das ist jetzt, glaube ich, wirklich eine neue Quest. Nee, das ist was anderes. Aber das ist auch was anderes. Warte mal. Erfülle die Aufgaben, die der Krämer dir gegeben hat. 4 von 15. Geralt fand eine ungewöhnliche... Ach so, warte mal, das ist einfach nur mit Fragezeichen auf der Karte abklappern, ne? Ich glaube schon, ja, ja. Da bin ich so hin und her gerissen, weil einerseits denke ich mir so, ne, blöd. Aber andererseits, bevor wir zum Finale auf dieser Welt kommen und die Story weitertreiben, würde ich, ne, einerseits würde ich gern wissen, wie es weitergeht, wirklich. Andererseits würde ich vorher gern alles andere erledigt haben. Weil danach fehlt mir meistens die Motivation so ein bisschen. Wenn man da mal mit der Hauptstory durch ist, dann fällt bei mir immer das Interesse schlagartig. Das ist ein Hexerauftrag womöglich? Ja, ich denke schon. Oder? Ich weiß nicht. Jetzt machen wir erstmal die Quest, die ich jetzt ausgewählt habe. Um die verwandelte Katharin, wahrscheinlich, nehme ich mal an, können wir uns später immer noch kümmern. Aber jetzt habe ich die falsche Quest ausgewählt. Interessant. Ständig gelesen in den Spielen ist manchmal schon anstrengend. Auch wenn es oft interessante Geschichten sind. Ich würde aber lieber 5 Euro mehr für ein Spiel ausgeben, wenn die Ersteller einen Sprecher damit bezahlen würden. Das geht mir auch so. MHN. Das geht mir auch genauso. Ich denke mir auch immer, warum, gerade in Spielen, die in so futuristischen Settings spielen, nimmt man denn nicht einfach so eine automatische Text-to-Voice, Text-to-Speech Generator-Geschichte. Ihr wisst schon, was ich meine. Programme, die Text vorlesen können. Die klingen natürlich meistens nicht männlich. Männlich, ja, männlich können sie schon klingen, aber nicht menschlich. Aber in der Regel funktionieren die mittlerweile schon sehr gut und können doch eigentlich nicht mehr so teuer sein, oder? Vielleicht täusche ich mich da. Das ist immer noch super teure Technologie, aber ich glaub's halt nicht. Aber keine Ahnung.
Genau, gerade bei so Mass Effect oder sowas. Warum werden da die ganzen Codex-Einträge nicht von so einer Roboterstimme einfach vorgelesen? Da wird es auch noch super ins Setting passen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, kann das am Geld nicht liegen, weil im Bereich von Barrierefreiheit wird das tatsächlich von vielen Spielen schon gemacht. Das ist sehr cool, das finde ich wirklich sehr gut. Viele Spiele bieten das eben für Sehgeschädigte zum Beispiel an, dass eben alle Texte vorgelesen werden. Und ich habe zum Beispiel tatsächlich, und ich schäme mich nicht dafür, das zuzugeben, diesen Text-to-Speech Barrierefreiheitsmodus in Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel aktiviert, während ich den Codex eben durchgegangen bin. Und habe mir dann von dieser Text-to-Speech-Stimme die Codex-Einträge vorlesen lassen, was einfach viel chilliger und gemütlicher ist. Und danach habe ich es wieder ausgemacht. Weil dann ist es ein bisschen nervig, wenn ständig irgendwie alle Menüpunkte und alles immer wieder vorgelesen wird. Aber das als Komfortfunktion, warum das nicht fester in so Spiele integriert wird, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich billiger als ein Sprecher, der alles einliest, denke ich mir. Aber selbst da, genau, ich würde auch 5 Euro für einen, ich lese dir alle Codex-Einträge vor, DLC zahlen. Hätte ich auch kein Problem damit. Na. Ein Einsiedler. Bist du der, nach dem ich suche? Ich wandle auf dem Wasser. What? Genau wie... Wie wer? Wie ein Wasserläufer. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, ich kann nichts mehr überraschen, was? Irrtum. Okay. Cool. Wir sind offensichtlich Exer-Jesus. Hey, hast du eine Ahnung, wieso zum Teufel ich auf dem Wasser laufen kann? Klar weiß ich das. Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade. Und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Nur wer über die 5 ritterlichen Tugenden verfügt, darf nach dem Schwerte greifen. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Denn ich weiß, wer du bist. Du hast bewiesen, dass du zu tiefem Mitgefühl fähig bist. Du bist ein Ehrenmann, wie viele bezeugen können. Du bist selbst bescheiden. Und anderen gegenüber großzügig. Deine Tapferkeit wird in Legenden gepriesen. Die Vernunft leitet dich, wie sie alle Weisen leitet. Du hast gezeigt, dass die 5 ritterlichen Tugenden in deinem Herzen wohnen. Dann gehört das Schwert mir? Ich kann es mir hochholen? Das Schwert gebührt der Hand deines Meisters. Du musst im Kampf über der Wasseroberfläche beweisen, dass deine Künste würdig sind. Bist du bereit? Tja, da bin ich wieder. Ich muss schnell das Mikrofon ausmachen, weil unser Staubsauger ist plötzlich wieder losgefahren und der ist super laut. Der spinnt. Der spinnt einfach. Ich weiß nicht, was der zurzeit hat. So, dala. Na gut, dann ja, bin ich bereit. Kämpfen wir auf der Wasseroberfläche. Ich bin bereit. Dann zieh dein Schwert. Zieh du doch dein Schwert. Moment, kämpfe ich gegen dich? Oh. Schlechte Idee. Das ist ein Eisen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Er ist ein Wasser-Jedi. Aber er ist nicht besonders, ehrlich gesagt. Ich meine, okay. What's happening? Deine Meisterschaft mit der Klinge ist über jeden Zweifel erhaben.
und eine Maske habt ihr sie gesehen, war kurz unsichtbar. Das Schwert war doch gerade noch. Dein Eron liegt. Direkt. Über der Wasser. Wir unter kennen uns schon. Der Wasser. Gewiss. Auch der Einsiedler sagte, er kennt dich. Ober. Die Dame vom See. Das bin ich. Lächeln. Vergiss nicht, dass du ein Ehrenmann bist, der sich dem Guten verschrieben hat. Deswegen hast du die Klinge bekommen. Nun trage sie. Ein Wasserbändiger war, genau. Oder ist und er ich immer hoffe, noch? Diesmal verlierst du sie nicht. Woher kennen die sich denn jetzt? Das wird mich jetzt schon einfach großartig. Das war cool, wie wir plötzlich ins Wasser gefallen sind. Schön, ne? Ein ganz einfacher Effekt. Ganz einfach. Die Entwickler haben einfach nur eine unsichtbare quasi Fläche ohne Textur drüber gelegt, übers Wasser und fertig. Und schon kann man so einen Effekt erzeugen. Aber super wirkungsvoll eingesetzt. Das haben die in dem Spiel so perfekt gemeistert. Eben so Kleinigkeiten nutzen, um ganz neue Szenarien und coole kleine Geschichten zu erzählen. Super gut. Sudala. Bam, bam, bam. Was haben wir gerade bekommen? Was das da? Oder das da? Ich weiß es nicht, aber beide sind ziemlich gut. Warum? Warum habe ich hier ein Schwert, das... Warte mal. Das ist ein normales Schwert, das ist das Neue. Das ist das Krasse. Also wenn man nun nicht großzügig im Spiel gewesen wäre, dann hätte man das Schwert nicht bekommen, schreibt MHN. Ja, wer weiß. Das würde mich tatsächlich interessieren. Das würde mich wirklich interessieren. Ich könnte es mir sogar vorstellen. Aber dann würde er wahrscheinlich sagen, du bist so ein rachsüchtiger, mächtiger Kämpfer und deswegen kriegst du das Schwert. Vielleicht wäre es dann so, wer weiß. Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen im Lauf der Zeit sowie beim erlittenen Schaden verloren. Ein vollgeladenes Schwert bewirkt stets kritische Trefferschaden. Der Schaden wird um 0 bis maximal 10 je nach Charakterstufe erhöht. Wird ein Gegner mit einem vollgeladenen Schwert getötet, werden die Ladungen zugunsten eines dauerhaft erhöhten Waffenschadens... Naja, nehmen wir. Was weiß denn ich? So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nee, das ist auch schlechter und so. Aber cool, das ist ein ziemlich gutes Schwert. Und es hat eine nette Geschichte. Wir haben es aus einem Teich gezogen. Oder uns wurde es von einer Wassernymphe überreicht. Von einer Wasserelfenmagierin, was weiß ich. Okay, triff dich um Mitternacht. Nein, das machen wir jetzt noch nicht. Jetzt schauen wir erst wieder in unser Questbuch. Wisst ihr was? Ich bin jetzt gerade in Laune. Ich bin nicht immer in Laune dafür, aber jetzt gerade, denke ich mir, klappern wir ein paar Fragezeichen ab, die uns hier markiert sind. Könnte sein, dass viele langweilig sind. Könnte aber auch sein, dass einige echt interessante dabei sind. Es ist eine Überraschungskiste, eine Überraschungsbox. Man weiß halt vorher nicht, was man kriegt. Und wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall. Haja! Oh oh. Puh. Nicht in unbekannte Gewässer springen, Geralt. Hätte sein können, dass wir uns jetzt hier das Genick brechen oder was weiß ich was. Oder Schlimmeres. Was kann noch schlimmer sein? Ich meine, man stirbt nicht unbedingt sofort, nur wenn man sich das Genick bricht. Auch wenn das oft so dargestellt wird. Es gibt viele Menschen, die haben sich das Genick gebrochen. Wenn man Glück hat, dann hat man keine Nervenschäden, dann wird man fixiert, dann heilt alles wieder und dann ist unter Umständen sogar alles wieder gut. Wrestler zum Beispiel, Sportler überhaupt, passiert das schon mal. So ein Genickbruch, ne, das kommt schon mal vor. Aber wenn man alleine im Wald, im Wasser sich das Genick bricht, ist es wahrscheinlich eher ziemlich blöd und ein Todesurteil, selbst für einen Hexer. Und wir wissen ja, wie empfindlich Geralt auf Fallschaden reagiert. Das kam noch dazu, also. Oh, ach so, wartet mal. Das erste Ziel ist gleich hier. Ja dann, wenn das so ist. Dann gehen wir zuerst dahin.
Irgendetwas stimmt nicht. Wie schmeckt dir das, Silber? Ich meine, das Schwert passt ehrlich gesagt nicht so gut zu meiner Spielweise, weil ich ständig Schaden kriege. Das gehört dazu. Ich bin hau drauf, Heini. Aber der Wirbelzwirbel-Zauberwind funktioniert. Das Schwert funktioniert mit Wirbelzwirbel-Zauberwind. Das ist gut. Das heißt nämlich, wenn ich erfolgreich Wirbelzwirbel-Zauberwindle, dann habe ich mein Schwert 0, nix auf 10 gedeckt und habe total krassen Superschaden. Wow. Ist das irgendwie ein Eisriese aus Skyrim? Also Eisriese ist es ja nicht, aber so ein Riese, die in Skyrim die Mammuts hüten. Ich weiß nicht, der ist groß und seltsam. Hallo. Können wir drüber reden? Was auch immer du bist. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Hallo. Nein. Nein. Ein Waldteufel. Okay, Waldteufel. Waldteufel macht Bekanntschaft mit dem Wirbelzwirbel-Zauberwind des Todes. Wo ist er hin? Geralt? Oh, wisst ihr, was ich voll gut finde? Gegner, die sich dauernd rumteleportieren. Und nervig sind. Da habe ich Bock drauf. Vor allem, wenn der sich wegteleportiert, dann ist er nicht mehr markiert, ne? Dann ist mein Fokus nicht mehr auf ihn. Ich hasse was. Ist er schon tot? Nee. Tja, wegen mir hätte es nicht so kommen müssen, Waldteufel. Wir hätten das auch friedlich lösen können. Hey, Turnier-Champion! Bei den Glöcknerinnen kriegst du sicher einen satten Rabatt. So, müssen wir mal auf die Weltkarte gucken, wo es jetzt weitergeht. Hallo, Teach Black. Ich will dir recht herzlichen bedanken für die täglichen Resi-Videos. Ah, danke schön. Das freut mich, dass dir die gefallen. Cool, freut mich. Ich bin auch wirklich eben einfach gerade echt im Hype. Also ich habe aufgegeben. Ich wollte mich zurückhalten, aber ich habe mir gedacht, ja, scheiß drauf. Dann enttäuscht mich das Spiel halt im schlimmsten Fall. Aber das ist es wert. Ich bin voll im Resident Evil 8 Fieber. Deswegen wird es bestimmt auch noch weiterhin sehr viele Resident Evil 8 Videos geben in nächster Zeit. Und auch nach Release wird natürlich wahrscheinlich jeder kleine Popelgegner sein eigenes Video bekommen. Das ist zumindest der Plan bis jetzt. So, Dala, wo gehen wir denn hin? Oh, der Punkt ist ziemlich abgelegen, ne? Da ist kein Schnellreisepfosten und nichts in der Nähe. Da reiten wir hin. Zeit für Plötze. Plötzezeit ist die beste Zeit. Ups, Plötze. Ich ziehe immer. Warum will ich denn immer auf Dreieck auf das Pferd steigen? Plötze ist bestimmt schon ganz verunsichert, dass ich immer das Schwert ziehe, wenn sie kommt. Warte mal, Plötze, wir müssen irgendwie. Ah. So, für ein Pferd hat plötzlich einen ganz schönen Wendekreis, ey. Auf der PlayStation 5 werde ich es spielen. Ich hatte das Glück, dass ich zum Release schon eine bekommen habe. Und zwar wirklich unverschämtes Glück. Weil ich nicht mal, wie viele andere, irgendwie stundenlang vor Amazon saß und ständig aktualisiert habe. Sondern ich habe mir gedacht, Moment mal, kommt heute nicht die PlayStation 5? Bin auf Amazon gegangen und dann war die da. Und dann habe ich gesagt, ah ja, cool, dann bestelle ich eine. Und das war meine Geschichte, wie ich eine PS5 bekommen habe. Also sehr viel mehr Glück konnte man, glaube ich, gar nicht haben, ne? Ich spiele fast ein bisschen schlecht dafür, aber nicht wirklich. Und eine Xbox Series S habe ich mir auch gleich noch bestellt. Ich glaube, ziemlich zeitgleich und hat auch ohne Probleme funktioniert. Wenn ich dann so gelesen habe auf Twitter, wie schwierig das für viele war und dass da Bestellungen wieder gecancelt wurden und so weiter und so fort, bin ich echt froh,
dass ich da echt so viel Glück hatte. Naja, auf jeden Fall kann ich deswegen auf der PS5 spielen. Das freut mich, weil selbst die nicht für die PS5 optimierten Spiele laufen auf der PS5 einfach deutlich besser. Das ist schon echt ein krasser Unterschied. Und wenn dann die Spiele auch noch wie Resident Evil 5 wirklich für die PS5 optimiert sind, Resident Evil 8, dann dürfte das schon ein massiver Unterschied sein. Schon allein vom Spielfluss, von den stabilen Frames und von den Ladezeiten her. Ich glaube, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Das ist so krass, weil ich und meine Frau spielen ja abends im Privat oft Genshin Impact gemeinsam. Und ich spiele das dann immer auf der PS4 und sie spielt das auf der PS5. Und der Unterschied von den Ladezeiten, ey. Und dabei ist das Spiel noch nicht mal optimiert für PS5. Ab morgen kommt das PS5-Update für Genshin Impact und laut Videos, die ich schon gesehen habe, sind dann die Ladezeiten quasi nicht mehr existent. Und auf der PS4 sitzt man da schon mal 20, 30 Sekunden. Gut, wenn man irgendwo schnell hinreist oder so. Also das ist schon ziemlich cool. Sodala, das war gar nicht so weit, wie ich dachte, ne? Gehen wir. Ja, komm, reiten wir einfach durch, weil da können wir auch nirgends... Die drei nehmen wir mit, dann gehen wir zu dem Schnellreisepfosten und dann schauen wir weiter. Los geht's! Einfach querfeldein. Immer eine gute Idee. Das ist noch nie schief gegangen. Ja, ich finde auch MHN, dass die Maske von Geralt bescheuert aussieht. Aber die Rüstung ist gut. Kann man nichts machen. Und die Maske tatsächlich, die gehört zum Rüstungsset. Das ist die einzige Maske, die ich kenne, oder die einzige Kopfbedeckung oder Gesichtsbedeckung für Geralt, die ich kenne zumindest, die echt einen Effekt hat. Der hat zwar keine Rüstungswerte oder so, aber die zählt als Z-Gegenstand in dem Vampir-Rüstungsset. Deswegen trage ich die, weil ich mit jedem Schlag dadurch den Gegnern mehr Energie abziehe. Und das ist schon ziemlich cool. Wow, Glück gehabt. Sowas kann schnell mal in die Hose gehen. Aber du hast recht, Plötze. Wir müssen eher so flussabwärts reiten, ne? Ich schau mal kurz. Genau, eben. Weil ich finde auch, dass die albern aussieht. Aber, warte mal. Hier ist sie. Da, guck. 6 von 6 Relikte. Und das ist quasi Rüstung, Handschuhe, Hose, Stiefel, Maske. Und was noch? Gehört das Schwert auch dazu? Ich glaube schon, ne? Genau, das Schwert gehört auch dazu. Deswegen. Ja, eben. Und dann entzieht man eben seinen Gegnern 6% Vitalität mit jedem Schlag. Und das ist schon gut. Nee, warte mal. 1%. Doch, genau. 6%, weil ich 6 Stücke habe. So ist das. Hallo, Grummel-Chennip. Wie geht's? Schneller. Banditen? Die ignorieren wir aber mal sowas von. Ach nee, Banditen, ihr seid mein Ziel. Na, dann tut's mir leid. Dann werdet ihr leider nicht sowas von ignoriert. Sondern werdet ihr sowas von mit meinem Vampirschwert aufgesogen. Wirbelzwirbel, Zauber, Superattacke. Ach, kommt doch ein bisschen her, wenn ich schon meine Wirbelzwirbel, Zauberattacke mache, Mensch. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Oh, für ein paar schon. Für ein paar ist es schon ziemlich zu spät, sich zu ergeben. Komm schon, Hitznecke! Schnell, schneller! Autsch. Verdammt! Und das ist halt schon cool. Weil ich habe diesen Skill, dass mich Nahrung über lange Zeiträume hinweg permanent heilt. Immer so ein bisschen. Und dann noch mit dem Schwert, das den quasi 1% oder 6% jetzt mit jedem Schlag der maximalen Lebensenergie entzieht, bin ich gegen nicht ganz so starke Gegner quasi unsterblich. Muss nur vorher irgendwie ein Brötchen essen.
Das Brötchen der Unsterblichkeit. Die Maske, ich weiß auch nicht, ich meine, das ist eine magische alte Vampirmaske. Ist okay. Weil wie zur Hölle hält die überhaupt auf dem Gesicht von Geralt? Aber das ist ja bei allen Videospielmasken so. Eine Zwiebel. Köstliche Zwiebel. Na schön. Gehen wir weiter zum nächsten Fragezeichen. Klappern wir die ab. Upsi. Upsi pupsi. Moment mal. Waren die überhaupt wirklich mein Ziel? Doch anscheinend. Ah ja, doch, stimmt schon. Hier waren die drei Punkte in einer Reihe. Genau. Ist schon in Ordnung. Alles gut. Lieber eine Brust in der Hand als zwei. Was für ein Tag. Die 100 Meter. Oder Fuß. Oder was auch immer. Die können wir auch so joggen. Da müssen wir plötzlich nicht extra bemühen. Hi, Abraxe, wie geht's? Nein, Geralt, die lassen wir mal. Wenn es nicht unbedingt sein muss. Die Pseudospinnen. Oh nein, oder muss ich etwa... ich glaube, ich muss unten in die Höhle, ne? Ja, das sieht so aus. Ich muss unten in die Höhle, damit wir das machen können. Okay, dann surfen wir runter. So, hier... ich wollte gerade sagen, hier irgendwo müsste der sein. Und schon ist hier abgeschlossen und wir kommen nicht rein. Damn it, okay. Aber vielleicht... Ist schon ein bisschen weit weg, ne? Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht könnten wir von hier reinkommen. Aber vielleicht hier oben, dieses komische Gewölbe. Irgendwelche Gebäude sind da oben. Vielleicht kommen wir über die unten in die Schatzkammer. Und die Höhle hier unten ist wahrscheinlich dann eher der Ausgang, könnte ich mir vorstellen. Hey, Dolem, hallo! Hey, gut, dass ihr jetzt da seid, Abraxe und Idolem, weil ich vorher schon gesagt habe, aber ich sag's gern nochmal, dass ich schon weiß, dass momentan die Let's Plays und die Streams, die Folgen halt einfach echt hinterherhinken. Das liegt jetzt zum einen dran, dass letzte Woche ziemlich turbulent bei mir war und eben der Resident Evil Hype. Erstens bin ich ziemlich gehypt und zweitens gehen die Videos auf dem Kanal gerade wie warme Semmeln. Deswegen bin ich da gerade ziemlich dabei, das zu verfolgen. Aber die Let's Plays... werden nicht vergessen. Die werden alle nachgeholt, selbstverständlich. Nur jetzt verzögert. Aber das arbeiten wir auf. Nur, dass ihr es wisst. Sind ja quasi auch eure Let's Plays. Sodala, das irgendwie... Ich weiß nicht genau, ob ich da runterspringen kann. Das sieht so komisch, neblig, düster aus. Ach, das sind aber nur irgendwelche Banditen. Ja, dann komm. Aber Geralt... Nein, ich hab's doch gewusst, dass Geralt diesen Sturz wieder nicht überlebt. Das ist cool. Na gut, dann haben die Banditen wohl den mächtigen Geralt besiegt. So kann's gehen. Der stand da oben, dann ist er runtergefallen und dann war er tot. Nein, Spiel. Das ist jetzt aber ein bisschen gemein schon. Nee, aber wartet mal. Hallo, spinnst du eigentlich? Das ist sehr gemein von dem Spiel. Also wirklich. Da hätte man schon mal ein bisschen Auto speichern können. Zumindest nachdem wir da oben das Fragezeichen erledigt haben. Nein, Spiel, nein. So nicht. So geht's nicht. Also gut, Plätze. Reiten wir dann nochmal hoch. Querfeld ein. Machen wir das halt nochmal schnell. Das ist immer beim zweiten Mal geht's immer viel schneller. Ich bin da immer so, dass ich mir denke, oh nein, das alles nochmal machen. Aber wenn man es dann wirklich nochmal macht, dann ist es meistens sowieso immer so schnell erledigt. Weil man weiß schon, wo man hin muss. Man weiß schon, was man tun muss. Und dann ist es meistens irgendwie zack, zwei Leute hauen und man ist wieder da, wo man war. Und Schweine können fliegen. Insofern ist das alles halb.
so wild. Aber diesmal werde ich speichern, bevor wir irgendwas anderes versuchen mit diesen Banditen. So, hauen wir die Banditen nochmal. Der Tod noch viel schöner! Au. You like death? Then die! Earth Defense Force hat immer noch die besten Sprachsamples. Aber wirklich schneller. Ihr könntet echt ein bisschen schneller sterben. Ich habe das alles schon mal gemacht, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt. Ihr wart alle schon tot. Nur, dass ihr es wisst. Was? Verflucht! Wo in der Höhle Nebel ist. Ist das Wasser? Kann man da reinspringen? Ich bin mir nicht sicher. Ich traue mich nicht mehr. Naja, jetzt speichern wir vorher. Aber das waren scheinbar noch nicht alle. Wo sind denn hier noch welche? Hallo? Diebe? Ich will hier. Euer Henker ist da. Ah, hier. Ich knöpfe die Eier. Komm schon. Aha, du meinst also mit deinem blöden Holzschild. Dammit. Du meinst also mit deinem blöden Holzschild kannst du mein Feuer abwehren. Warum kann er denn das? Was ist mit dem Schild los? Na gut, dann einfach draufhauen. Komm, schwere Attacken jetzt. Draufklopfen, ganz genau. Warum denn immer so kompliziert machen? Gut. Gut, dass wir das geklärt hätten, Geralt. Das waren es immer noch nicht. Was ist denn hier los? Das war beim ersten Mal irgendwie ein bisschen fluider hier. Da haben wir uns schneller durchgeboxt. So, aber jetzt. Ja, na also. Hi, Duck Curly Fries. Wie geht's? Und Felix, hallo. Hallo euch allen. Und Meister Titus, dich sehe ich auch erst jetzt. Alle, die ich vergessen haben sollte, euch auch allen hallo. Ah, das kann sein, ne? Dass das das erste Mal ist, dass ihr beide gleichzeitig im Stream seid. Stimmt. Sudala, die Tentakelpriester. Die Hohepriester, die Tentakelpäpste vereint in einem Stream. So, jetzt speichere ich. Etwas, das ich schon vor sehr langer Zeit hätte tun sollen. Und jetzt geht's auf nach Norden. Ah. Hexe, hör auf meinen Rat. Wenn du keinen Grund zum Leben hast, dann leb, um anderen auf den Geist zu gehen. Oh weh, oh weh. Guckt euch diese Riesenspinnen an. Jetzt sind die nicht mal besonders eklig in dem Spiel, aber ich finde eklig genug. Vorsicht, Geralt, Vorsicht. Hier ist er, der Spalt. Jetzt laufe ich mal wirklich. Irgendwo musste er mal losgehen, oder? Oder so. Irgendwo ist es bestimmt ein bisschen niedriger. Vorsicht. Vorsicht. Hier bin ich vorher gestorben, ne? Dammit. Sieht aber wirklich nicht so hoch aus, Geralt. Ich springe. Ah, das ist schon Wasser. Okay, ich speichere nochmal. Und jetzt versuche ich da mit Anlauf ins Wasser zu springen. Ich hoffe, das funktioniert. Abraxe, dankeschön für die Bits. Bitregen. Das Glas war ja wirklich komplett leer. Na, dann aber höchste Zeit. Dankeschön. So. Achtung. Schlechti. Oh, come on. Nicht in unbekannte Gewässer springen. So schließt sich der Kreis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war Foreshadowing von mir, ohne es zu wissen. Wie kommt man denn da bitte da runter?
Wenn er doch nur ein Seil dabei hätte. Wenn doch zu diesem Hexer-Standard-Equipment einfach nur ein Seil gehören würde. Man könnte sich so viel Ärger ersparen. Damn it. Naja. Heute springen wir in den Tod. Genau. Wie oft können wir in den Tod springen? Jetzt ist das, jetzt bin ich sogar richtig gelandet und dann ist das nur ein Pfützchen. Können wir darüber? Oh! Ich dachte schon, er hat überlebt. Seine Animation war so komisch. Kriegen wir schon hin. Ich versuche mal, ich laufe mal den Schacht entlang, die Schlucht entlang auf die gegenüberliegende Seite. Irgendwie kommt man da rein, oder? Come on. Muss doch irgendwie gehen. Oh, Verzeihung. Hatschi. Abraxe, nochmals danke. Das Glas halb voll oder halb leer war die Frage. Aber jetzt ist es doppelt voll. Oder so. Keine Ahnung. Dankeschön. Okay, Geralt, Vorsicht. Vorsicht. Es geht ja immer höher rauf hier statt niedriger. Wie sollen wir denn da jemals runterkommen? Oh, ouch. Ah, Entschuldigung. Hab den Popschutz des Mikrofons gerade wieder verhauen. Hier ist die andere Seite der Schlucht. Da kommen wir wirklich nicht so einfach rein. Okay, irgendwo. Irgendwo gibt es bestimmt einen Weg. Aha. Nee. Scheiterhaufen. Ich würde ja versuchen, da drauf zu springen, aber da werden wir bestimmt scheitern. Wo ist euer geheimer Eingang, ihr Halunken, ihr? Ihr Ganoven? Die müssen ja auch irgendwie rein und rauskommen. Da haben sie ein Stahltor, ein Eisentor, das nicht... Aber warte mal, die Schlucht hat viele, viele Ein- und Ausgänge, ne? Vielleicht können wir hier irgendwo rein. Ich glaube, das ist ein anderer Weg, als der, den wir vorher gegangen sind. Schlittern wir mal da runter. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Wow, holy shit. Ach, jetzt sind wir wieder da. Ah, dammit. Gibt es irgendwas, wie wir Fallschaden abdämpfen können? Hey, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich habe es noch nie probiert. Aber schützt Gwen vor Fallschaden? Wir werden es rausfinden. Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben überlebt. Oh yeah, Banditen. Das ist mit Sicherheit nicht der Weg, der vorgesehen ist vom Spiel, aber es ist der Weg, der zu eurem Untergang führt. So viel kann ich euch sagen. Ja, das fand ich auch lustig, ne? Dieses Sprachsample von wegen Scheiße ist der schnell. Hätte nicht zu einem unpassenderen Zeitpunkt kommen können. Ich stehe da rum wie so ein Klotz und esse irgendwie noch mein halbes Schnitzel. Der sagt, oh Gott, vielleicht meint er mit Essen. Ja. Das macht Sinn, ne? Nicht jeder verschlingt so ein Schinkenbrötchen innerhalb von einer halben Sekunde. So. Und dann eher so, oh Scheiße ist der schnell. Wer so schnell essen kann, der kann bestimmt noch schneller kämpfen. Und so war es dann auch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob ich hier... Aber ich glaube schon, dass ich hier alle umbringen muss, ne? Ich glaube, das ist so ein Banditenlager, das man erobern muss. Sowas hatten wir ja schon mal. Das ist ja eine ganz neue Mechanik hier in Witcher. Das ist eher so Assassin's Creed oder Far Cry mäßig schon fast. Mit dem Erobern dieser Außenposten. Aber hey, why not? Na, willst du echt allein gegen mich kämpfen? Nee, da kommen deine Freunde schon. Hey! Bogenschützen, ey. Gegen uns hast du keine Chance!
Ist der Wirbel für den Zauberwind nicht toll? Eigentlich habe ich nur die ganze Zeit auf das Schild von dem einen eingehauen und habe währenddessen zwei andere nebenbei so ein bisschen getötet, weil... Why not? Er ist schneller als sein Schatten mit Doppel S, genau. Der ist gut. Oh, da unten wurde mir gerade noch ein Gegner angezeigt. Aber wie komme ich da runter? Oder? Ach so, komm her. Auf ihn, Männer! Er teilt ihm eine Lektion! Aber... Weiß jemand, warum mir hier der Menüpunkt fehlt? Ach, bei Genshin Impact bist du gerade. Land with Bird Rider Sister. Weil, das ist gerade... Das versteht ihr gerade nicht, ihr anderen Zuschauer. Das ist gerade... Aber der Menüpunkt fehlt, weil der Battle Pass abgelaufen ist und erst morgen startet der neue. So. Das war gerade ein Insider. Eine Insider-Information. So, da. Ach so, genau. Ich wollte gucken, ob ich vielleicht mit Igni oben das Leuchtfeuer tatsächlich anzünden kann und vielleicht auch soll. Ich habe keine Ahnung. Aber es steht da so prominent rum. Also vielleicht. Versuchen wir es mal. Also so nicht. Ah ja, es brennt. Es brennt immerhin. Ich habe es angezündet. Ist das gut? Ist es schlecht? Ist es egal? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind hier noch irgendwo Banditen, die wir kaputt machen müssen. War die Laufanimation von Geralt schon immer so komisch? Irgendwie finde ich die gerade seltsam. Aber wahrscheinlich mit gezogener Waffe und so. Hey, höre ich hier gerade Insekten rumschnattern? Hallo, Gegner, wo seid ihr? Ich glaube, ich bin noch nicht fertig, oder? Die Brücke wirkt vertrauenserweckend. Aha, da unten sehe ich schon. Aha, wer bist du denn? Der Lot Halbblut. Der hat eine richtige Energieleiste. Hat er gerade gesagt, es geht nichts über den Duft voller Hosen. Ja. Soll man dazu. Jedem das seine, ne? Whatever. Lotsbuch. Die meisten Einträge sind unleserlich. Einige Seiten sind mit Tinte und Fettflecken bedeckt. Tag 143. Wir werden immer beliebter. In jüngster Zeit strömen sie in Scharen herbei, um unserer Hanse beizutreten. Ich musste sogar schon einige wegschicken. Leider sind die meisten hohlköpfige Taugenichtse. Wenn man die eine Karawane überfallen ließe, würden sich sogar die Pferde vor Lachen einpissen. Darum habe ich die Ausbildung der neuen Rekruten Kalo übertragen. Er ist südlich des Luchsfelsens, bei dem die Hexe lebt. Davon, von der Hexe beim Luchsfelsen, ne, haben wir schon öfter gehört. Aber das ist nicht die gleiche, die eine in den Baum verwandelt hat, oder? Man weiß es nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Ein Lager aufgeschlagen, genau. Ich verabscheue diese alten Weiber wie Pesthauch und würde ihr gerne einen Scheiterhaufen bereiten. Aber nach dem, was auf den Katharin-Anwesen geschah, ja, das ist die... Das hängt wirklich zusammen mit diesem verwandelten Monster, mit dieser Frau, die sich in ein Monster verwandelt hat, anscheinend. Aber das wiederum hängt jetzt nicht mit den Löffeln zusammen, mit dem Schleimwicht, oder? Nein. Oder? Weiß es nicht. Bedeutet Hanse in der Witcher-Welt was anderes als bei uns? Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob Hanse bei uns in unserer Welt noch andere Bedeutungen hatte früher vielleicht. Aber in der Witcher-Welt, in dem Kontext, wo ich das lese, sind es scheinbar wirklich so große Banditenvereinigungen. Oder so. So wird es zumindest dargestellt.
Ich verwette meine Kronjuwelen darauf, dass das das Werk war von dieser Hexe. Also lassen wir sie besser in Ruhe. Tag 167. Es ist entschieden. In 2 Tagen wird alle Welt nur noch vom Ritt meiner Bande durch Fuchstal reden. Meine Jungs brauchen etwas Kreuzweil. Was auch immer das... Kurzweil. Ah ja, okay. In Fuchstal gibt es viele Männer auszuweiden und viele Frauen zu vergewaltigen. Na, schön. Das wird ein Spaß. Es geht das Gerücht, dass in dieser Gegend Tontöpfe aus dem Boden wachsen. Was? Wenn das stimmt, stelle ich ein paar dieser Bauern zusammen, damit sie die Töpfe ausgraben. Moment, glaubt ihr echt, dass echte gebrannte Tontöpfe dort wachsen? Oder wie? Ja gut, ich schätze, in der Witcher-Welt ist alles möglich, ne? Heutzutage muss man als Unternehmer flexibel sein. Bla bla bla. Tag 182. Ich dachte schon, mein Geist versucht, sich durch meinen Hintern zu verdrücken. So übel haben unsere Küchenleute das Essen versaut. Als wir danach von Rittern angegriffen wurden, war keiner unter uns mehr stark genug, sein Schwert zu halten. Wir müssen dringend einen richtigen Koch besorgen. Gefährlicher als ein Idiot mit Schwert ist nur ein Idiot am Kochtopf. Vielleicht ist ein kurzer Überfall auf die Taverne zum Basilisk die Lösung. Wie herrlich wären ein paar Meeresfrüchte nach dem ewigen Eintopf. Naja, da haben wir die richtigen erwischt hier, ne? Da unten joggen aber immer noch Leute rum. Ich glaube, ist die Quest hier schon abgeschlossen? Die haben ein paar Schemata, ganz viel Bauobjekte und andere Sachen. Nehmen wir mal mit, was wir tragen können. Ach so, und hier können wir jetzt öffnen. Aber... Oh, ach so, what happens? Ach so! Jetzt haben wir die Hanse hier erobert oder so in der Art. Irgendwas. Keine Ahnung. Sag mal, Sepoloni und die anderen Anwesenden, teilt ihr die Meinung, dass Resident Evil 8 im Vergleich sehr viel gore-lastiger ist? Fragt Abraxegrad. Nein, finde ich eigentlich ganz im Gegenteil, ehrlich gesagt. Nach allem, was man bis jetzt gesehen hat, ist, finde ich, der Gore-Anteil sogar deutlich zurückgedreht. Also, ganz ruhig. Zumindest im Vergleich zu dem Remake von Resident Evil 2 und 3. Aber ich würde vielleicht sogar sagen, im Vergleich zu Resident Evil 4, was man bis jetzt gesehen hat, ne? Resident Evil 7 war ja auch gar nicht Gore im Grunde. Aber das liegt eher am Gegnerdesign. Ob man jetzt so Pilz-Zombies zerschießt oder Werwölfe, ist halt ein Unterschied. Aber im Vergleich zum 7er vielleicht. Aber ansonsten finde ich jetzt persönlich eigentlich gar nicht. Metatron findet es im Vergleich zum 7. sogar recht harmlos. Ich kann mich jetzt im 7. nicht an echte Gore-Momente erinnern, eigentlich. Weil man halt immer nur gegen diese Pilzmonster kämpft. Nicht stehen bleiben. Ja gut, naja, nee. Naja gut, ne, Jack Baker zerlegt man schon ziemlich. Ja, das stimmt. Aber gut. Solche Momente wird es mit Sicherheit auch im 8. geben. Oh, Ertrunkene. Naja, die haben wir auch noch. In VR, leider wird mir bei VR schlecht. Leider kann ich nicht lange VR spielen, sonst wird mir schlecht. Deswegen habe ich Resident Evil 7 auch ungefähr so ziemlich genau die erste Stunde gespielt. Ach, guck mal, hier wäre der richtige Eingang gewesen. Naja, die erste Stunde gespielt und dann habe ich es gelassen. Hab dann normal gespielt. Ist normal auch ein gutes Spiel. In Flat Game. War das jetzt... schon der Schatz hier? Ja, das war schon der Schatz hier. Na dann. Der DLC mit dem Bruder oder so von Baker. Ja, aber wie gesagt, ich finde das deswegen nicht gorig, weil man eben hauptsächlich gegen so Pilzmonster kämpft. Und da
Na, die bluten ja nicht mal richtig, oder? Das ist ja so schwarzer Schleim. Deswegen fand ich das im 7. hat das auf mich zumindest nicht so gewirkt. Ich weiß schon, so Hand abtrennen und Joe Baker platzt in der Mitte auseinander und so. Ich weiß schon, das stimmt schon. Aber ich meine, das ist ja in jedem Resident Evil. Außer im allerersten vielleicht. Gibt's ja sehr gorige Momente. Igor! Die Merlin schreibt gerade, dass das neue Banner in Genshin Impact, wo man quasi einen neuen Charakter ziehen kann, auf das warten wir nämlich, scheinbar erst um 11 Uhr vormittags kommt. Das bringt unsere Pläne leider durcheinander. Das wollten wir nämlich morgen früh vor der Arbeit noch gemeinsam öffnen. Schade. Dann ist das eher doof. Einmal, dass du mich gerettet hast, mein Freund. Ja, mein Freund? Ja, mein Freund, war's das schon? Dich zu retten war hier die Aufgabe. Und du standest hier jetzt seit einigen Tagen mit diesen Banditen hier rum, oder? Na dann. Warum geht jetzt die Kampfmusik los? Warum jubelt der? Warum zieht Geralt sein Schwert? Moment mal, da schießt wer Pfeile, oder? Hallo? Ist hier jemand? Los! Aha! Was ist denn hier los? Oh, ich glaube, ich bin hier irgendwie versehentlich noch über ein kleines Banditennest gestolpert. Ach, jetzt ist der andere nicht tot, Mensch. Ach ja. Ja, ich meine, sehr lange Zeit war das Verlieren von Händen in Filmen quasi so ein bisschen Running Gag und so eine Verbeugung vor Star Wars und so eine Referenz. Aber mittlerweile ist das Verlieren von Händen, glaube ich, schon einfach zu so einer festen Konstante geworden. Immer. Jeder Held, der was auf sich hält. Jetzt könnte ich Yennefer und eines ihrer Portale gut gebrauchen. Verliert seine Hand. Wie jetzt? Darf ich jetzt schnell reisen? Darf man, wenn man ans Ende der Welt läuft, einfach schnell reisen? Kann ich zu dem Schiff schnell reisen? Ich meine, ja, warum nicht, oder? Dann teleportieren wir uns hier hin. Das ist interessant zu wissen, ne? Das wusste ich gar nicht. Einfach ins Ende der Welt laufen und man darf schnell reisen. Das ist nett. Und jetzt segeln wir mit dem Boot zu unserem Missionsziel. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich sage euch, wenn die Menschen die Lehren des Propheten Majoran in ihre Herzen lassen würden, wäre diese Welt ein viel besserer Ort. Erhebt eure Stimmen gemeinsam mit mir. O Prophet Majoran! O Prophet Majoran! O Prophet Majoran! Ich gelobe, nach deinen Lehren zu leben. Es gibt halt im 8. Teil, soweit ich das bis jetzt gesehen habe, keinerlei zerstörbarer Körperteile quasi, ne? Insofern, deswegen allein würde ich schon sagen, dass das im Vergleich zum Remake vom 2. und vom 3. sehr viel harmloser ist, was die Gewaltdarstellung angeht. Aber Moment mal, ich segel voll in die falsche Richtung. Hi Tratsch, Tante und Co., wie geht's euch? Das ist gut. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich fand den 7. Teil nicht sehr, sehr, sehr gorig eigentlich. Ich habe den nicht sehr blutig wahrgenommen. Ich meine, ja, am Anfang verliert man die Hand, aber auch das fand ich ehrlich gesagt irgendwie nicht so schlimm. Das hat mich persönlich nicht jetzt irgendwie schockiert oder auch nur, ne,
abgeholt. Dagegen hat mich das Schadensmodell der Zombies aus dem Remake vom zweiten Teil fasziniert. Das fand ich jetzt auch nicht schlimm oder irgendwie übertrieben blutig oder so. Aber wie schön, also ich fand es so technisch so faszinierend, wie schön diese Zombie-Körper wirklich zerschossen werden können. Oh Gott, ja, aber wirklich, die hatten ja echt irgendwie verschiedene Schichten, die man abtragen konnte mit verschiedenen Kalibern und so. Das war schon ziemlich nicht schlecht. Fand ich schon beeindruckend. Na gut, stimmt. Im achten Teil in der Demo, da habe ich auch schon gesehen, dass man den Werwölfen schon durchaus mit der Schrotflinte die Köpfe wegschießen kann. Aber das gab es ja nun wirklich schon in jedem Resident Evil ever. Im Kampf ist leider Geralt, was so, ne, so hüfthohe Hindernisse angeht, super ungelenk. Also super kletterlich. Glaube ich, das richtige Wort hier. Ich finde ehrlich gesagt Witcher 3 sehr viel goriger als alles, was ich bis jetzt von Resident Evil 8 gesehen habe. Ich kann ja quasi hier so Menschen mit meiner Klinge kaum berühren, ohne dass ich sie in der Mitte auseinanderhacke. Autsch. Wo denn? Hallo? Ich nicht. Ah, von da drüben. Ah, ich komm schon. Schick dich, Rattenfratze. Alle gemeinsam, zugleich. So, Dala. War's das schon? Ja, das war's schon. Sehr schön. Ich glaube, schon langsam habe ich keinen Bock mehr, Fragezeichen abzuklappern. Ich glaube, schon langsam machen wir mit der Story weiter. Ich fühle mich schwach. Ja, klar kannst du machen, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht genau, wie ich auf Xbox Live heiße. Irgendeine Abwandlung von Sepuloni wird sein. Ich schreibe dir im Discord. Erinnere mich vielleicht auf Discord nochmal dran. So, jetzt schauen wir mal. Ist noch ein Fragezeichen in der Nähe? Jetzt gerade nicht. Wie viel wären es denn noch? 5 wären es nur noch. Ja, 5 könnte man meinetwegen schon noch schnell abklappern, oder? Ich denke schon. Dann reisen wir jetzt, gehen wir zum Schnellreisepfosten, reisen hier unten hin, da sind gleich 2, zack, zack. Ja, komm, die 5 machen wir jetzt noch. Los geht's. Elend. Und ich bin hungrig. Ich habe jetzt gerade erst nämlich, deswegen will ich das auch vielleicht gar nicht mehr so öffentlich machen, weil ich habe gerade erst meine PlayStation Freundschaftsliste aufgeräumt. Weil damals, als ich bei YouTube angefangen habe, habe ich halt so gesagt, so ja, jeder kann mich adden, warum denn nicht, ist ja voll cool. Und letztendlich hatte ich dann jetzt auf der PlayStation einige 100 Freunde, die ich halt einfach nicht kannte. Ich konnte mit den Namen nichts anfangen, ich wusste nicht, wer die sind und habe in der Liste auch nicht mehr die gefunden, die mir tatsächlich was sagen. Und es war
ziemlich doof eigentlich, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich jetzt wirklich die Namen, mit denen ich einfach nichts anfangen kann, wieder von der Liste genommen. Ich hoffe, dass mir das keiner übel genommen hat von denen, aber ich würde halt wirklich gern eben Leute, die ich entweder persönlich kenne oder die Patreons sind oder die halt wirklich einfach über die Landsquid Birdrider Community auch wirklich mir bekannt sind, adden als Freunde. Weil sonst macht das irgendwie halt einfach keinen Sinn mehr. Wenn da 300 Namen stehen und davon sind 50 online und keine Ahnung, jeder spielt irgendwas anderes, das ist halt auch dann nicht mehr Sinn der Sache. Aber muss ich auch auf die harte Tour lernen. Okay, erobern wir die Burg. Drescherei auf leeren Magen, wie ich das hasse. Warum verprügeln wir den jetzt gerade mit bloßen Händen, Geralt? Ich frag nur, ich meine, du wirst das schon wissen, du bist hier der Hexer, aber... Nee, dann geht er halt. Entschuldigung, Pferd. Nix persönlich. Du musst deinen Reiter verhauen. Geralt hat gerade keinen Bock auf Waffengewalt. Aber warum nicht? Wenn Geralt meint... Challenge accepted. Hey, kann ich eigentlich? Wie geht's denn? Wie geht denn das gleich? Verlieren wir den Nerv. Oh, jetzt hat er plötzlich sein Schwert gezogen. Ich weiß nicht warum. Ich hätte es auch manuell ziehen können, ich weiß. Find's immer lustig, weil manchmal funktioniert er einfach nicht automatisch. Ah ja, Near Replicant. Ich habe damals... Oder was heißt damals? Nein, wisst ihr was? Oh mein Gott, das stimmt. Ich habe das Original, also das, das in Europa erschienen ist, als allererstes Let's Play auf dem Kanal gespielt. Auf dem Hauptkanal dürfte man die Folgen noch finden. Das waren die ersten Videos. Ich habe ganz am Anfang einfach nur XCOM Gameplay ohne Kommentare und alles hochgeladen. Ich weiß auch nicht warum. Fragt mich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt ein kommentiertes Let's Play. Ich war voll nervös, das war voll die Überwindung, das war voll schwierig für mich. Ich war total aufgeregt und habe dann ein Nier-Let's Play gemacht. Nier Automata. Nee, stimmt nicht. Wie hieß das im Westen? Das hieß nicht Replika, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist das erste Let's Play auf dem Kanal. Dann kam, glaube ich, das erste Resident Evil. Oder bringe ich das jetzt chronologisch durcheinander? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, erst Nier und dann das erste Resident Evil mit Merlin zusammen. Nein, ich glaube, es war erst das erste Resident Evil, weil da die Audioqualität so schrecklich schlecht war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eins der ersten Videoprojekte, die ich gemacht habe auf dem Kanal. War das. Und ich kann es dir empfehlen. Ist ein super Spiel. Nier ist super, wirklich. Sowohl das alte, als auch das neue, als auch jetzt das neue alte. Okay, ich glaube, wir sterben hier gleich. Ich habe keine Heiltränke mehr. Ich hätte vorher meditieren sollen. Oh Gott, die haben auch noch Hunde. Oh, ich muss mich zurückziehen. Ich habe mich irgendwie falsch zurückgezogen. Okay, Donnertrank trinken und schneller die töten, als die uns töten können. Ganz recht. Durchwirbelstürme zaubern. Oh yeah. Und jetzt habe ich mich an der Lebensenergie meiner Gegner geheilt. So ist das schön. Diese Wirbelzwirbelzauberwind-Attacke ist schon verdammt mächtig, ne? Wenn man nicht gerade ein Schild hat und selbst dann nicht schlecht. Der macht aber schon Schaden, der Schildträger hier. Hier muss ich aufpassen. So, und jetzt harte Schläge, bis das Schild weg ist. Aber das hätte jetzt auch anders ausgehen können, ne? Das war knapp. Im Westen hieß es nur Nier. Ah ja, genau. Genau, es war ja im Grunde
PR-technisch vielleicht sogar ganz clever, aber bizarr. Sowas hat man bis jetzt, glaube ich, kein anderes Mal gesehen. Weil im Grunde waren die japanische und die europäische Version fast gleich, nur dass man den Protagonisten und ein paar kleine Story-Elemente ausgetauscht hat, die mit dem Protagonisten zusammenhängen. Im japanischen Original war das eher so ein Jüngling, wie man das kennt aus so japanischer Literatur und japanischen Anime und so weiter. So ein junger Jugendlicher, nicht mal ein junger Erwachsener. Und im Westen haben die den ausgetauscht durch so einen alten, versoffenen, ich weiß nicht, ob er wirklich versoffen war, aber so ein bisschen fertigen Kerl, bärtig, 3-Tage-Bart. Ja, wie das halt im Westen eher so ist, mit so männlichen Helden. Und ja. Und jetzt aber in der Neuauflage ist es tatsächlich die japanische Version im Grunde. Keine Spur mehr von dem westlichen Helden. Ah, das sind gerade YouTube-Abos, die da gerade reinrollen. Ich sag trotzdem mal Danke fürs Abonnieren an euch, auch wenn das YouTube-Abos sind, die hier komischerweise angezeigt werden. Ich weiß gar nicht genau warum und ihr seht das gar nicht. Muss ich hier rein? Geralt, müssen wir hier rein? Hä? Schau mal auf die Karte. Ich würde gern den Missionspunkt hier anvisieren. Ah ja, jetzt ist er anvisiert. Ich gehe jetzt mal hier in die Gruft. Wobei Resident Evil 1 bei dir leider nie erschienen ist. Also ich habe ein Let's Play vom ersten Teil gemacht, von dem Remake vom ersten Teil. Mit Merlin zusammen. Aber da war die Audioqualität leider so schlecht, dass es sein kann, dass ich das dann tatsächlich nicht mehr online gestellt habe, dass ich das mal rausgenommen habe. Bin mir nicht sicher. Ansonsten müsstet ihr es auf dem Hauptkanal auf jeden Fall noch finden, eigentlich. Bei den ganz alten Videos. Hallo, Spiel. Muss ich hin? Das hört ja gar nicht mehr auf. Was ist denn gerade los? Warum kriege ich denn gerade so eine Abonnentenwelle? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Voll toll. Mir bleibt keine Wahl. Für was bleibt dir keine Wahl? Was machen wir? Ach, da oben. Ich nudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Bitte, was? Au! Macht die Walle! Jetzt mach doch dein Wirbeltwirbel Zauberwind. Macht's irgendwie nicht. Ja, dann klopfen wir einfach auf sein Schild, bis er kaputt geht. Das ist eigentlich die viel bessere Taktik hier. Scheiße. Mich jetzt geschubst und ist dann explodiert. Dann sind seine Beine abgefallen, nachdem er mich geschubst hat. Tja, hätte er sich anders überlegen sollen. Aber da sind gerade irgendwie verschiedene Schadens Deliveries durcheinander gekommen. Geralt, jetzt zieh dein Schwert, verdammt nochmal. Come on! Er hat echt gut pariert, muss man schon sagen. Übermenschlich gut, aber nicht gut genug. So, Dalla, muss ich noch irgendwas machen? Muss ich noch irgendwas anzünden oder so? Ich glaube, das war der Boss, ne?
Ach, da drüben brennt tatsächlich ein Leuchtfeuer. Na gut, okay. Ich weiß jetzt nicht, bin ich hier, wo ich sein soll, oder? Der Marker zeigt hier hin, aber tiefer, komischerweise. Aber hier oben war der Boss. Aha, jetzt auf einmal. Okay, keine Ahnung. Passt schon. Hey, T-Bone. Wie geht's? Danke fürs Teilen, Metatron. Nicht stehen bleiben. Danke für die Bits, T-Bone! Puh, die Bitbombe sprengt das Bitglas wieder. Sehr schön ist es. Nicht stehen bleiben. Ja, nicht stehen bleiben. Ist ja schon gut. Ich mache ja schon weiter. Dieser Zystus von Wittern. Ich weiß nicht, warum ich hier. Weißt du eigentlich, dass ich die Burg für euch allein erobert habe, ihr nutzlosen Loser, ihr? Unglaublich. Die bauen. Nochmals danke fürs Nachlegen. Sodala. Dann gehen wir mal hier in das Dorf. Ich weiß, dass ihm ein Finger fehlt. Aber wie habt ihr ihn von... Nicht hier runterfallen, Geralt. Wir müssen jetzt hier sehr vorsichtig wieder den Weg nach unten finden. Ich ignoriere die ganzen Tütchen, die hier am Boden liegen. Ich will mein Inventar jetzt ungern mit 500 nutzlosen Eisenschwertern vollstopfen. Warte mal, was? Wer hat da gerade gesagt, hättest du einen Moment Zeit, bitte? Gab's hier eine Quest? Der da oben sieht seltsam aus. Juwelenbesetzte Pluderhosen, der letzte... Nee. Dammit, irgendwer hat gesagt, hättest du einen Moment Zeit. Gibt's hier eine Sidequest? Es wird nichts angezeigt auf der Map, ne? Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Na, dann weiß ich's nicht. Ihr wart's auch nicht. Schwatz mit jemand anders. Bist du von einer Hanse? Du? Hexer? Ja, Hexer? Nee, dann weiß ich's nicht. Keine Ahnung. Schade. Patrouille auf nüchternen Magen. Schade. So, 11 von 15. Na dann, das war jetzt ein langer Punkt. Ich schätze mal, wir kriegen auch wieder welche, die schneller gehen. So wie der hier wahrscheinlich. Au. Jetzt kannst du was erleben. Vorsicht, Dritter. Wenn ich wirble, dann kenne ich weder Freund noch Feind. Nee, in Wirklichkeit kenne ich schon Freund und Feind. Zum Glück kann man seinen Verbündeten nichts tun. Du hast mir das Leben gerettet. Das vergesse ich dir nicht. Das freut mich. Okay, cool. Das hätten wir. Das kann nichts Gutes heißen. Dann geht's weiter zum nächsten. Es ist schon ein bisschen Arbeit, ne? Dieses Fragezeichen abklappern. Man kann's nicht schön reden. Es ist schon ein bisschen Arbeit und ein bisschen weniger Spaß. Aber was tut man nicht alles? Für die Quest. Alles für die Quest. Auf zum Schnellreise-Schild. Wie auch immer.
Da müssen wir hin. Naja, ein paar Meter sparen wir uns, wenn wir hier hinreisen. Immerhin. Komm, bevor das, was ihr da hören, los. Herkommt und uns angreift. Ach, ich glaube, da kämpfen die Insekten gegen Wildschweine oder so. Nix wie weg hier. Da mischen wir uns nicht ein. Lauf, Plötze, lauf! Wie der Wind! Ja, ich kann gerade leider nicht von meinem Pferd absteigen. So, jetzt. Cool, habt ihr das gesehen? Plötze und Geralt haben gerade eine Killer-Kombo ausgeführt. Oh, wisst ihr, welche Spielart im Hexer-Universum auch gut funktionieren würde mittlerweile? Im Hexer-Videospiel-Universum auf jeden Fall. Ein Musu-Spiel. So wie Hyrule Warriors zum Beispiel. Oder Dynasty Warriors. Oder wie sie alle heißen. So ein Musu-Spiel im Hexer-Universum. Das wäre echt cool. Ne, mit Dandelion und Geralt und Yennefer und wie sie alle heißen. Die ganzen vielen, vielen Figuren mit ihren verschiedenen Fähigkeiten und Skills und Waffen laufen über die Schlachtfelder und hauen Tausende von Gegnern kaputt. So bescheuerte Massenschlacht-Simulatoren. Das würde mittlerweile, finde ich, sehr gut funktionieren. Könnte ich mir gut vorstellen. Im Hexer-Universum. Du wagst es, auf mich einzuhauen? Auf mich? Weiß nicht warum, da hätte ich gerade voll Bock drauf. Mit irgendwie 40 verschiedenen spielbaren Charakteren mindestens, wie das halt so ist bei diesen Spielen. Und dann wird gegrindet und gemassenschlachtet ohne Ende. Das wird so gut passen, muss sie die Red Project sofort anrufen. Du hast mein Leben gerettet. Danke. Wenn du was brauchst, ich bin im Basilisk. Na schön. Dann waren es nur noch 3. Ich dachte nur noch 2. Verdammt, jetzt bin ich enttäuscht. 1 in der Stadt, 2 ein bisschen abgelegen, aber gut. Ja, passt schon. Komm, bringen wir es zu Ende jetzt. Da, glaube ich, gehen wir wieder hoch zu dem da. Genau. Jetzt weiß ich wieder, wie ich draufgekommen bin. Danke, Lansquid, Birdrider Sister. Plötze könnte eine Waffe sein wie Epona. Genau deswegen bin ich draufgekommen. Weil gerade eben ich einen Gegner mit dem Schwert gehauen habe und dann hat Plötze den gekickt und das war gerade eine total coole Kombo. Ja, genau. Ich habe mir gerade gedacht, wie bin ich denn gleich nochmal da draufgekommen? Das war's. Weil ich mir dachte, das wäre voll cool, wenn man Plötze beschwören könnte. Wenn im Kampf man Plötze beschwört als Helfer. Und dann, ne, Summon halt. Und da habe ich mir gedacht, genau, in so einem Musu-Spiel wird das perfekt passen, dass eben Plötze auch eine Kampfart, eine Waffenart oder vielleicht sogar ein eigener Charakter ist, mit dem man dann übers Schlachtfeld reitet und alles niedertrampelt. Genau wie Epona im ersten... Komm jetzt. Im ersten Hyrule Warriors. Das wäre so cool. Beweg dich! Plötze, ich weiß ja auch nicht, was wir hier eigentlich wollen. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht schaffst du es. Okay, Plötze, warte. Warte, ich will nur absteigen, bitte. Okay. Ich glaube, wir schaffen das ohne dich gerade leichter. Und wenn ich in den Ruinen vorbei bin, rufe ich dich wieder. Was hältst du davon? Plötze könnte sich dann einfach ins Spiel teleportieren.
Das gehört ja, ich glaube, das ist Canon, oder? Ich glaube, das ist Canon, das plötzlich Teleportationsfähigkeiten hat. Moment mal, da ist ein Schnellreiseschild. Da wollte ich wahrscheinlich hin. Ja, das wäre gut. Okay. Ja, das mit der taktischen Vorbereitung könnte man ja sehr schön einbauen. Aber halt quasi vor der Schlacht, ne? Das gibt's ja in vielen Musou-Spielen, dass man da auch vor der Schlacht so eine taktische Komponente hat. Das könnte man ja wunderbar einbauen, dass man da mit dem Loot, den man sammelt, seine Öle und seine Tränke braut und dann darf man sich vor jeder Schlacht irgendwie ein Öl und einen Trank aussuchen und dann startet die Mission. Das wäre cool. Ich bin dafür. Ich stimme dafür. Bitte. Komm bitte mal. Heya! Heya! Ist jetzt der... Ja, das ist der richtige Punkt. Da müssen wir jetzt hinreiten. Ich glaube, das ist wieder dieses... Gebiet vom Löffelspeichelschleimwichtelschlund. Das finde ich gruselig. Muss ich zugeben. Da habe ich ein mulmiges Gefühl. Da bin ich froh, wenn wir uns nicht allzu lange aufhalten müssen. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall rein. Plätze. Das geht. Bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich das Gebiet ist. Vielleicht ist es auch was anderes. Sieht auf der Map nur so neblig aus. Unser Ziel. Aber ich glaube, wir sind schon da und das ist es. Das ist. Oder? Das ist es nicht. Oh, wow, what? Ach, sind hier Würmer? Oder was war das? Wartet mal, wie war das vielleicht nochmal? Ich glaube, mit Jürgen kann man die dazu zwingen, dass der in der Oberfläche. Oh, ich hab ja gut gemacht. Danke, Jürgen. Danke für nix. Geralt. Nein, nein, Geralt. So nicht. Jetzt reiß dich zusammen, okay? Wir müssen hier ein paar tausend Füße hauen. Also, nervigste Gegner ever. Jetzt kombo die mich auch noch durch die Gegend. Hat Jürgen nur bei den Pflanzen vielleicht funktioniert, oder wie? Dachte man nicht. Ah, nee, guck, jetzt funktioniert Jürgen. Kann ich ihm nur nicht wehtun, weil ich ihn in der Seite haue. Den haben wir... Das haben wir vermasselt. Ah, nein! Die sind aber auch nicht schwer. Ah, ich hasse die. Also die sind jetzt nicht schwer oder so. Die machen kaum Schaden. Die Pflanzen sind, finde ich, viel gefährlichere Gegner. Aber die sind so nervig. Bis ich mal bei denen bin, genau, teleportieren die sich wieder sonst wohin. Ah, so ein Kack. Na, endlich. Das hat mal funktioniert. Danke, Jürgen. Ein Supernatural Go. Das finde ich eine super Idee, Abraxe. Da wäre ich sofort dabei. Wo man quasi an irgendwelche Orte geht und man weiß vorher noch nicht, was einem erwartet und dann ist da irgendein übernatürliches Wesen, irgendein Geist und dann kommen irgendwie so Minispiele, wie man das besiegen kann und dann sammelt man übernatürliche Ektoplasma. Das ist eher Ghostbusters. Aber irgendwelche Währungen, mit denen man dann irgendwas, ne, upgraden kann. Keine Ahnung. Über das genaue Game Design müssen sich dann andere Gedanken machen. Aber grundsätzlich fände ich so ein Supernatural-Spiel echt cool. Ein Supernatural-Go-Handyspiel. Ja? Ich bin dafür. Ich meine, das könnte man mit Ghostbusters oder sogar mit Akte X, da könnten viele Lizenzen irgendwie funktionieren für das Prinzip von Pokémon Go quasi. Nur eben mit Geistern oder übernatürlichen Wesen. Aber für Supernatural, da wäre ich auch zu haben auf jeden Fall.
Aber gegen Akte X hätte ich auch nichts. Ich mag sie alle, diese Mystery-Serien. Beweg dich! Dieser Gestank. Finde ich gut. Muss ich mal nochmal kurz auf die Karte gucken, ob ich richtig reite, weil das fände ich schlecht. Ne, passt schon. Am Wasser entlang sind wir gleich da. Lauf, Plötze! Geralt, Plötze. Wir müssen da runter. Ja, ich gehe alleine, Plötze. Es ist okay. Es sind eh nur noch 100 Meter. Und irgendwas fliegt über uns. Was nur minimal beunruhigend ist. Einfach nicht nach oben sehen, dann kann es uns nichts tun. Wenn wir es nicht sehen, dann sieht es uns auch nicht. Sowas, na gut, so ein Action-Adventure geht natürlich immer. Aber so ein Mystery-Pokémon Go fände ich wirklich cool. Das würde mir echt gefallen. Es ist nur recht und billig, Hexer, dass du dem Ruf der Herzogin gefolgt bist. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Nur noch ein Fragezeichen. Und das ist irgendwo in der Stadt. Das ist wahrscheinlich nicht nervig. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Mit dem Schiffchen. Hurra! The Sinking City. Warum sind eigentlich Cthulhu-Spiele immer so bestenfalls mittelmäßig? Das ist so schade, Mensch. Das ist eine freie Lizenz. Kann jeder was machen. Kostet nix. Warum... Weiß ich nicht. Liegt an dem Universum, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Da müsste sich doch was draus machen lassen. Hat jemand von euch das neue Arkham Horror gespielt? Quasi diese lose Adaption des Brettspiels? Weil das Brettspiel Arkham Horror habe ich lange Zeit geliebt. Also ich finde es immer noch super, aber ich habe niemanden mehr, mit dem ich spielen kann. Aber das habe ich lange Zeit mit vielen Menschen immer wieder gern gespielt. Lange Spielabende, weil so eine Session dauert schon mal, weiß ich nicht, Wochen gefühlt. Und hatte alle Erweiterungen oder habe sie immer noch im Arbeitszimmer stehen. Und finde das echt super. Und da hat mich sehr interessiert, wie die Videospieladaption davon aussieht. Ob die was taugt, ob die cool ist. Aber ich habe es mir dann doch nicht gekauft, weil eben irgendwie, ne, Cthulhu-Spiele sind in meinem Kopf einfach ein bisschen, naja. Da warte ich, bis das mal in dem Sale ist, weil da will ich nicht so viel Geld dafür ausgeben, ehrlich gesagt. Leider einfach. Wie heißt gleich nochmal dieses Spiel, das jetzt für die PlayStation erscheint, am Freitag, glaube ich? Das würde mich nämlich auch interessieren, aber die wollen dafür wirklich 80 Euro und, das Renewal, irgendwie sowas. Weil das ist im Grunde nämlich, und das finde ich cool, quasi ein Roguelite. Ein Indie-Roguelite mit allen Roguelite-Mechaniken, nur dass es ein recht aufwendiger Third-Person-Horror-Shooter ist. Aber eben voll Roguelite. Und das ist eigentlich ein cooles Ding, glaube ich, eventuell. Weil eben hier Roguelites mag ich ja echt gerne. Und weil hier Roguelites zum ersten Mal wirklich in einem großen, aufwendigen Niveau gemacht werden. Das würde mir schon gefallen. Aber gleichzeitig, aber das ist wahrscheinlich nur in meinem Kopf. Das ist wahrscheinlich nur ein Vorurteil, weil Roguelites halt in der Regel immer Indie-Spiele sind. Aber gleichzeitig denke ich mir, 80 Euro
Für so ein Roguelite spinnen die eigentlich. Aber vielleicht ist es das voll wert, ne? Voll gerechtfertigt. Ich weiß es nicht. Nur in meinem Kopf ist es abgespeichert. Roguelike Indie-Spiel, 20 Euro ist schon teuer. Ja, genau. Returnal, genau, dankeschön. Das würde mich nämlich schon interessieren, auf jeden Fall. Ich habe von großen Heldentaten reden hören. Nimm also bitte diese Belohnung für deine Entschlossenheit, Herr. Dankeschön. Aber auch das ist so ein Kandidat, wo ich sage, nee, komm, da warte ich auf einen Sale. Oder vielleicht, wenn sehr, sehr gute Tests aberntet, ne? Wenn alle schreiben, okay, das ist wirklich ein absolut geniales Spiel, dann sage ich, ja, bitteschön, dann hier. Nehmt mein Geld, ihr habt es verdient. Aber wenn alle schreiben, es ist ganz nett, aber nö, dann warte ich auf einen Sale, muss ich sagen. Das ist schon auch, ne, ich finde nämlich eigentlich schon, wenn man was gut findet, sollte man die Entwickler auch echt unterstützen. Und dann, wenn man die unterstützen will, sollte man halt nicht... Bis dann. Ziehe hin in Frieden. Extra auf irgendwelche Rabattaktionen warten oder irgendwie bei irgendwelchen Resellern kaufen, weil sonst haben die halt einfach weniger davon. Das stimmt schon. Aber das muss im Grunde jeder selber wissen, halt einfach, wie wichtig einem das ist oder wie man das wertschätzt. Aber... Ja, nee, eigentlich nix, aber... Aber eben Returnal zum Beispiel ist so ein Spiel, das sieht zwar interessant aus, aber das ist eher was, wo ich sage, na, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, ob es das wert ist mir. Oh, danke schön für die Bits. T-Bone, super nett von dir. Ein Hexer. Diese Narben unterm der Blick. Seide liegt in seiner Hand, unbeeindruckt von den Zeilen. Sudala. Und jetzt müssen wir nochmal dahin. Wenn man sich doch nur zu Boden teleportieren könnte, das wäre so schön. Ich meine, theoretisch hat Pokémon Go voll die Story. Theoretisch gibt es da voll die Geschichte. Aber ich könnte dir nicht sagen, worum es da geht, weil ich die Dialoge immer möglichst schnell weggeklickt habe, damit ich einfach nur Pokémon fangen kann. Wen interessiert's? Aber theoretisch gibt es da voll viel. Da gibt es ja extra einen eigenen Professor, der Powerwalking-Professor. Der steht dann da immer mit seinen engen Hosen und erzählt einem irgendwelche Geschichten. Da muss man Quests abarbeiten. Und dann kommt da wieder der enge Hosen-Professor. Aber das ist so ungefähr das, was von der Story bei mir hängen geblieben ist. Was? Du näherst dich einem Wendepunkt der Geschichte. Danach kannst du bestimmte Nebenquests speichern, das Spiel, ehe du fortfährst. Moment. Ach so. Ich verstehe. Gehe ich jetzt gerade zur Hauptquest? Ich dachte, das gehört noch... Ach so, das war's schon. Ich dachte, da kommt ehrlich gesagt noch was von der Quest gerade. Fand ich jetzt ein bisschen lame. Da habe ich jetzt... Wie lange streamen wir jetzt? Da habe ich jetzt 1,5 Stunden ungefähr die ganzen Fragezeichen abgeerntet. Und dann sagt er, ja, cool. Hier hast du Gold. Danke. Tschüss. Muss ich schon... Also da bin ich... Also ich meine... Naja. Das war sie nicht wert. Weiß man ja vorher immer nicht. Na, aber dann, wenn mich das Spiel sogar schon warnt vorher, dann machen wir jetzt tatsächlich noch Nebenquests. Das Spiel hat jetzt quasi gesagt, hey, mach Nebenquests. Sonst ist es zu spät. Und nicht, dass wir dann wieder so ein schlechtes Ende kriegen. Wobei, das war ja wieder nach ganz anderen Parametern festgelegt, das Ende. Ich weiß, ich bin immer noch unentschlossen, ob ich das sehr cool finde oder sehr doof. Zibau, und danke nochmal für den Bitregen, dass hier das Ende tatsächlich von so relativ banalen, normalen Dialogoptionen abhängt, die man in den Gesprächen mit Siri trifft. Wirklich Sachen, die man nicht vorhersehen kann und Sachen, die auch nicht so wirken, als wären sie wichtig. Und dass das dann das Ende des Spiels irgendwie ausmacht, finde ich einerseits cool, aber andererseits auch irgendwie schwierig, ne? Weil man hat halt so gar keinen Einfluss im Endeffekt.
Aber wie gesagt, es ist auch schon irgendwie cool, dass es eben gerade diese unscheinbaren Dialoge mit Ciri sind und nicht diese großen Achtung, die Antwort, die du hier jetzt wählst, bestimmt wie das Spiel endet. Dialoge, wo man es schon ziemlich sicher weiß vorher. Im Endeffekt, glaube ich, finde ich es eher positiv. Und ich fand das Ende, das wir bekommen haben, extrem cool, muss ich auch sagen. Das schlechte Ende ist schon das coolste Ende. Aber ich hätte mir, glaube ich, für unseren Geralt und unsere Ciri ein fröhlicheres Ende gewünscht, die es ja auch gegeben hätte. Aber so war es nun mal in unserer Realität hier, in unserem Playthrough. Kein Happy End für Geralt, kein Happy End für Ciri. Irgendwie auch passend und irgendwie ein schöner Abschluss. Aber war auch schon traurig, ne? Hast du dir mal The Innsmouth Case angeschaut? Ich glaube nicht. Sagt mir jetzt gerade zumindest nix. Ach so, ist das der Film? Nee, der Film ist, den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Die Farbe aus dem All wurde verfilmt, glaube ich, ne? Es ist eine meiner liebsten Kurzgeschichten. Da hätte ich schon Bock auf den Film. Was mit Geralt war, weiß ich, aber was ist nochmal mit Ciri passiert? Na, Ciri hat sich tatsächlich selber geopfert. Die ist in dieses Portal gegangen, um zu gucken, um die Welt zu retten. Und ist wirklich nicht wiedergekommen. Die das war in unserer Realität. Den Klauenspuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen, sagt die zerrissene Kehle. Danke, Abraxa, für die Bits. Guckt euch das Glas an, wie schön es bunt gefüllt wird. Der Monsterangriff ist noch nicht lange her. Ein Monster mit einem breiten Grinsen. Der Joker offensichtlich. Ich meine, der wird sowas machen, ne? Kommt immer ganz drauf an. Im Zeichentrickfilm wäre es mit weniger Blut, aber im Großen und Ganzen sieht das hier verdächtig nach Joker aus. Es ist auch nichts geklaut. Es ist alles nur zerstört. Typisch Joker. Kampfspuren, Pfotenabdrücke. Eindeutig von einem Monster. Aber nur an einer Stelle. Muss ein Angriff aus der Luft gewesen sein. Das muss ein Drakonid sein. Ein Basilisk vielleicht. Allerdings sind diese Spuren irgendwie anders. Ich weiß nicht, Geralt. Ich würde Batman anrufen. Lieber und danke nochmal. Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal, er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Hast du diese Warnungen ausgehängt? Oh ja, damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja prima. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler, armer Kerl. Ich habe heute erfahren, dass zwei Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Ist der Kerl irgendwie fancy-schmancy Geralt? Ist das unser adliger Doppelgänger? Ach, ist dann The Innsmouth Case quasi ein bisschen sowas wie ein, weiß ich nicht, wie früher so ein schwarzes Auge Abenteuer für einen Spieler oder sowas in der Richtung. Das klingt ja cool. Die Augen sagen nein, ja, da hast du recht. Wer genau bist du? Und was interessiert dich an dem Monster so? Graf Borges, stets zu Diensten. Was das Monster betrifft, nun, diese Unterart ist das Symbol unserer Dynastie. Die Familie de Salvarez signiert seit Jahrhunderten mit dem Regulus Platinum. Der Familienlegende zufolge rettete einst ein Weibchen dieser Art einen unserer Vorfahren, der noch ein Junge war, aus einem brennenden Gebäude. Sie brachte ihn in ihr Nest und fütterte ihn wie eines ihrer Jungen. Mumpitz. Gewiss, aber schöner Mumpitz. Du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie.
Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert, wenn es aber doch mal passiert, wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hm. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen. Aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Du sagst, dies wäre der letzte noch lebende Basilisk? Woher willst du das wissen? Es ist der letzte Vertreter dieser Unterart. Die war mal recht zahlreich, bevor die Buchenwälder gerodet wurden. Du behauptest, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dichte von Buchenwäldern und der von Basiliskenpopulationen? Nun, der Zusammenhang ist indirekt, möchte ich sagen. In Buchenwäldern gibt es viele Rehe, weißt du? Und die Basilisken haben viel zu fressen. Als Rehe selten wurden, machten die Basilisken die Menschen zu ihrer Nahrungsgrundlage. Deswegen kamen die Hexer. Und so ist dies jetzt das letzte Exemplar. Ein Weibchen. Letztes Jahr noch hatten wir zwei, aber der Gefährte von Jocaste ist leider verschieden. Jocaste? Warum sollte sie keinen Namen haben? Mein Vater hat sie so genannt, zum Andenken an meine selige Mutter. Damals hat Jocaste gebrütet, zwei Eier, aber ach, sie hat sie aus dem Nest geworfen, als ihr Gefährte starb. Wo nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast zwei Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Ja, ja. Ich meine, sein Basiliskenmitgefühl in Ehren, auch wenn es aus den falschen Gründen kommt, weil nur weil es sein Wappentier ist und Familie, bla bla bla. Aber gut. Aber einfach so irgendwelche Leute essen, ist halt einfach echt nicht nett. Könntest du dem nicht jeden Tag einfach irgendwie was zu essen bringen, dem Basilisk, wenn du eh weißt, wo das Nest ist, damit der nicht wegfliegen muss und Menschen isst? Weil dann wären doch alle glücklich, oder? Investier dein Geld doch lieber darin, dass der Basilisk gut versorgt wird und nicht jagen gehen muss. Und dann hätten wir es geschafft. Quest abgeschlossen. Zerstörte Fässer. Der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Zum Ledergerben. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Yokoko ist ja so neugierig. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Zerstörte Fässer mit Speichel dran. Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein zweites Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es zwei Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Jocaste steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die Folgen wären nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht. Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen, ihre Waren parfümieren. Damit der Basilisk sie zerstört, dann können sie die Versicherung kassieren. Ich habe mich auch gewundert gerade, Metatron, vor allem, dass Geralt den Zusammenhang mit den Buchenwäldern und den Basilisken nicht checkt, dass ich dir das erklären muss, lassen muss von Graf Boris hier. Da hätte ich gedacht, Hexer sind da ein bisschen besser in den Nahrungsketten ihrer zu jagenden Monstern geschult. Ich meine, das kann ein wichtiger Aspekt in der Jagd nach denen sein. Oder in der, um die aufzuhalten, wie auch immer. Hallo, Thorax. Der Geralt erinnert dich an den Undertaker. Ja, verstehe ich. So ein bisschen ein Hybrid aus Undertaker und seinem Wrestling-Bruder Kane. Der Kaner-Taker, der Undercaner. Seltsam, diese Brandspuren. War das das Monstergift? Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Oh ja,
Wunden von Silberbasilisken werden ganz besonders brandig. Ich muss einen Trank zum Neutralisieren zubereiten. Ich find's lustig, wie der das so romantisiert. Basiliskenschuppen sind eigentlich dicker, nicht so fein. Dieser hier könnte feuerempfindlich sein. Du hast recht. Jocasta hat schreckliche Angst vor Feuer. Sie ist eine sehr empfindliche Kreatur. Du darfst sie nicht töten. Sonst rottest du mit ihr eine ganze Spezies aus. Ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht und ich hoffe, wir finden einen anderen Weg. Ich laufe jetzt aber trotzdem mal der Duftspur nach, ne? Was bleibt uns anderes übrig? So wie ich das Spiel kenne. Na, es stimmt eigentlich nicht, ne? Ich meine, das Spiel hat oft alternative Lösungsansätze. Ganz oft sogar. Aber jetzt gerade, wenn ich hier schon so einer Duftspur folge und so, das ist verdächtig. Der Geruch ist zu zerstreut. Ah, okay. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Weil wenn wir in der Quest schon so weit sind, dann ist es in der Regel so, dass man sagt, so, aha, und hier ist jetzt das Nest und jetzt hauen wir alle tot. Blutflecken. Eindeutig. Den kenne ich leider nicht, den Magier mit der Maske. Da haben wir den Geruch wieder. Wirklich? Wo denn? Eh nix. Mit meiner Nase. Aber wahrscheinlich ist es in der Höhle, oder? Nein? Weiß nicht, die Questmarkierung sagt nein. Dann bleibe ich mal noch hier in dem Gebiet. Kann ich mir den Fleck hier anschauen? Nein. Er sagt, hier haben wir den Geruch wieder. Aber hier ist kein Geruch. Ah, jetzt ist er weitergegangen. Jetzt sehe ich auch den Geruch. Okay. Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Auftrag der Böttcherzunft. Lieber Gaston, auf deine Frage zur geplanten Route für die Tanninfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunfttour, Route, nach wie vor über das Land von Graf Di Salvares führt. Ah, okay, passt schon. Ich dachte gerade, eine Katze wäre an der PlayStation 5, weil die steht beim Stream immer aufrecht, recht wackelig auf dem Tisch. Ich habe da immer Angst, wenn die Katzen kommen. Aber die war nur am Kratzbaum dahinter und das hat sich gerade für mich so angehört mit den Kopfhörern. Ist eine lange Geschichte. Die Zunft sieht keine Notwendigkeit, von dieser traditionellen Route abzuweichen, da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die der große weiße Schrecken anrichtete. Der große weiße Schrecken. Selbst bei Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Ist das etwa alles ein abgekatertes Spiel? Wurden die absichtlich entlang geschickt, damit sie getötet werden von dem Drachen? Damit die entschädigt werden, weil in Wirklichkeit irgendwas... Hallo? Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Nö. Menschliche Stimmen. Sie wird sich nicht in ihren Nesten aufhalten, solange Krieger Jagd auf sie machen. Jamor Ovri, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch, woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Ja, warum sollten wir das verheimlichen? Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Häcksler und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja, Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein.
Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Nee, den kenne ich aber wirklich nicht. Ich habe mir das Bild gerade angeguckt, das mir Metatron geschickt hat von dem Magier mit der Maske. Aber den kenne ich tatsächlich nicht. Das Monster muss sterben. Nein! Wir arbeiten nach allem, was ich dir über Jocasta gesagt habe. War da gerade eine Entscheidung, die ich hätte treffen müssen? Ich muss neu laden. Mit Schusswaffe. Hilft nichts. Ja. Nein. Das ist nicht. Da ist sie. Zu den. Ja, ich will doch nur. Ja, können wir jetzt aufhören mit dem Scheiß? So. Meine Güte. Gut, das ist zum Glück noch nicht lange her. War gerade im Chat mit den Augen. Das geht natürlich gar nicht. Muss mich jetzt wieder aufs Spiel konzentrieren. Schluss jetzt mit lustig hier. Der Spaß ist vorbei. T-Bauen, danke schön für die Bits. Wie die links und rechts alle vorbeifliegen. Ich weiß nicht, was da zurzeit los ist. Es gibt so selten zeitempfindliche Antwortmöglichkeiten in dem Spiel, das bin ich gar nicht gewöhnt. Und wer bist du? Sowas. Haudegen? Doch. Geralt von Rieb. Ah. Ein Trupp. Wir könnten jemanden brauchen, der mit... Meine Herren. Du willst dafür... So, wir sollten den Basilisken nicht töten. Es gibt bestimmt eine bessere Option. Bin gespannt, die zu hören. Der Basilisk. Danke, Abraxe. Wir bringen ihn nicht um. Ein Hexer, der ein Monster verteidigt. Hat man sowas schon gesehen, Männer? Du stehst wohl auf das Vieh. Oh, dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht. Danke nochmal, T-Bone. Aber hattest du nicht was von Geld gesagt? Habe ich in der Tat. Und ein Mann, ein Wort. Dein Anteil, Hexer. Das war ja einfach. Alles Gute, Hexer. Seltsam, mit dir zu arbeiten. Seltsam, aber erfreulich. Macht's gut, Leute. Du hast Jocasta verschont. Ich danke dir. Sei versichert, dass ich aufpasse, dass sie niemanden mehr umbringt. Du musst dir mehr Mühe geben. Oh, bitte dran, danke fürs Abos verschenken. Das werde ich tun. Meister, du musst diese symbolische Summe nehmen. Wärst du nicht gewesen, hätten diese Haudigen meine Jocasta gewiss erschlagen. Eine Runde Abos für alle von Metatron. Dankeschön. Und das Spendenglas wird leer gesprengt. Ich brauche nicht noch mehr Gold, es passt schon. Ich brauche nicht mehr. Gib es lieber den Familien der Opfer deines Haustierchens. Das ist edel von dir, Meister. So soll es sein. Jocasta hat ihr Nest verlassen. Sie hat wohl die Gefahr gespürt. Bestimmt kommt sie wieder. Ja, das tut sie immer. Vielleicht hat sie auch andere Gründe. Ich glaube, sie hat einen neuen Gefährten gefunden. Einen gewöhnlichen Basilisken, keinen silbernen. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht brütet Jocasta bald wieder.
ob dann eine neue Unterart entsteht? Das will ich doch nicht hoffen. Alles Gute. T-Bone oder Praxe, danke nochmal für die ganzen Bits. Gerade, habt ihr das gesehen? Gerade sind die Herzchen so schön in das Glas gepurzelt. Und jetzt die Hunde, die drehen wieder komplett durch und hauen sie da links und rechts durcheinander. Dieses Glas, ey. Immer für eine Überraschung gut. Ich bin total, bin immer noch echt begeistert von diesem Glas. Das ist das beste Feature überhaupt. So simpel und doch so wunderschön. So, da, das war jetzt wieder eine schöne Quest. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was ich davon halten soll, dass der Basilisk jetzt scheinbar weiterhin überall Leute umbringt. Aber ich meine, es hat mich jetzt technisch gesehen auch nicht mal irgendwer engagiert, um den Basilisk zu jagen. Im Gegenteil sogar. Insofern würde ich sagen, passt schon. Scheinen ja alle glücklich zu sein jetzt. Bis auf die Familien der Toten wahrscheinlich. Aber das Basiliskenmännchen wäre bestimmt auch nicht glücklich. Wenn ich jetzt das Basiliskenweibchen töten würde. Insofern. Ich bin immer noch dafür, dass der Kerl, der die Familien der Getöteten entschädigt mit seinem Geld, vielleicht lieber wirklich jeden Tag ein bisschen Mampf kauft und dem Basilisken vorbeibringt. Ich meine, die können sich sogar schwebende Plakate hier leisten in der Gegend. Dann können die doch wohl auch Basilisken zu essen geben. Oder? Ich glaube, das wäre sogar billiger. Und effektiver und besser in jeder für alle Beteiligten. Ich bin mir sicher, das macht er jetzt auch. Ein Hexer. Ah, da ist er. So. Ach so, nee, warte mal. Wir müssen erst uns eine neue Quest aussuchen, ne? Es springt ja immer wieder auf die Hauptquest. Wollen wir gar nicht. Noch nicht, aber fast. Es ist nicht mehr viel zu tun. Zwei Hexeraufträger und zwei Schatzaufträger. Ich meine, theoretisch, nach meiner eigenen auferlegten Regel, müssen wir nur noch den Hexerauftrag machen. Und dann, ja, so machen wir es. Machen wir wirklich. Jetzt machen wir erst Füße kalt wie Eis und dann machen wir schon weiter mit der Hauptquest, weil die ein niedrigeres Level hat, ne? So war der Plan von Anfang an. Teleportation! Ach ja. Ohne Lohn rührt sich nicht mal ein Pferd. So sind die Zeiten. Ruf die Wachen! Luftlinie wäre so nah unser Ziel. Aber da wir so hoch oben sind, ist es doch irgendwie so weit. Okay, Pau, zur Seite. Pindelfranco oder so ähnlich. Der Geredefranjo. Schauen wir mal, wo der ist. Der Geredefranjo. Okay, gut. Halt, Meister. Da drin lauert ein Monster. Ganz recht, ich weiß. Deswegen will ich ja... Psst, leise. Sonst hört es dich. Komm, ich hab mein Lager in der Nähe. Lass uns dort reden.
Dass es ein Modpack für Witcher 3 gibt mit 9 Quests für Blood and Wine. Ich spiel's halt auf der PlayStation, auf der PS5. Wie nennt man dich? Also. Und was wirst du im Wappen? Ohne Mod. Leider. Rivax von Vierhorn. Nein, Quatsch, passt schon. Geralt, kein Wappen, kein Leitspruch, nicht mal ein Helmbusch. Ich bin ein Hexer. François Le Joff nehme ich an. Deine Verlobte schickt mich. Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Ich, für wahr, der Grottore ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. 2 Wochen lang? Ich war vielleicht etwas zu ausführlich, aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Du brauchst nicht zufällig Hilfe, nein? Ich weiß nicht. Schließlich schwor ich einen heiligen Eid, das Haupt der Bestie... deiner Liebsten zu Füßen zu legen. Die Klausel selbst getötet taucht darin nicht wörtlich auf. Da hast du eigentlich recht. Puh. So lass uns Seite an Seite gegen den Unhold ziehen. Für die Ehre. Welcher Unhold denn? Welche Ehre? Welche Seite? Wo gehen wir hin? Pillar of Eternity 2 wollte ich mir auch mal anschauen. Das habe ich noch nicht gespielt bis jetzt. Ich habe den ersten. Ich will ihm das Haupt abschlagen. Wir müssen ihn erstmal töten. Ich habe den ersten gern gespielt und lang, aber konnte es dann leider wegen Bugs nicht beenden. Keine Spur vom Grotto. Das war ein bisschen frustrierend. Vielleicht sollten wir umkehren? Wenn kein Monster da ist, ist keins da. Ist bedauerlich. Aber was will man machen? Nicht so schnell. Sehen wir uns erstmal um. Eine Wiege voller Kinderschuhe. So eine groteske Sammlung habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Was ist ja die Stimme von Neji aus Naruto? Nee, das sagt mir gerade nichts mehr. Ist lange her, dass ich Naruto geguckt habe. Aber coole, coole Serie. Beeindruckend. Fast wie im Wintergarten. Etwas auf der anderen Seite. Ich komme da nicht durch. Da helfen weder Schwerter noch Zeichen. Ach so. Gut, dass du es gesagt hast. Wäre jetzt auch mein erster Versuch gewesen. Das ist alles sehr mysteriös hier. Ich glaube, hier haben wir es schon mit... Na, das ist seltsame, lebendige Wurzeln. Eine Wiege irgendwie, die hier rumsteht. Weird, weird, weird. Finde Grottore mit Hilfe deiner... Ah. Ah, da ist noch was. Knochen. Kleiner Schädel. Fontanelle ist noch nicht ganz zu. Etwa einjähriges Kind, schätze ich. Es stimmt, was man in den Dörfern sagt. Der Grottore frisst Säuglinge. Aha. Jetzt ist alles klar. Es muss ein Waldteufel sein. Anscheinend ist er gerade auf Jagd. Ich muss ihn anlocken. Tja, also gut. An die Arbeit. Götter, euer Wille geschehe. Der Waldteufel ist einjährige Kinder. Das ist nicht nett von ihm. Krimskrams, Werkzeug. Das muss Grottore seinen Opfern abgenommen haben. Okay, lies im Bestiarium den Eintrag über den Grotto. Der ist wahrscheinlich kein Drakit, aber wahrscheinlich auch kein Geist. Ein Konstrukt könnte der sein, oder? Ein Wald, ein Baumkonstrukt, aber scheinbar nicht. Was ist er denn dann? Ein Vampir würde er wahrscheinlich eher nicht sein. Müssen wir mal gucken. Ein verfluchtes Wesen? Nö.
Okay, mir wird hier nichts als neu markiert. Habe ich ihn schon gelesen? Habe ich es übersehen? Nee, habe ich wirklich nicht. Müssen wir nochmal gucken. Na gut, dann gehen wir in Ruhe alles durch. Hier ist er nicht. Da hatten wir schon. Geister hatten wir auch schon, aber ich gehe nochmal durch. Dann Hybriden. Kein Grotto dabei. Insektoiden. Kein Grotto. Da ist er. Ich dachte schon. So, es war so. Ich war im Wald und da ging ein Platzregen runter. Ich dachte mir, ich suche mir lieber einen Unterschlupf, als mir in meinem Alter eine Erkältung einzufangen. Also kroch ich in eine Höhle und da brüllte mich plötzlich irgendwas an. Ich rannte so schnell davon, dass der Wind meinen Mantel getrocknet hatte, als ich zu Hause ankam. Niemand weiß, seit wann der Waldteufel, den man Grottore nennt, am Flusse des Grotto lebt. Gorgo lebt. Eigentlich bevorzugen Waldteufel die abgelegenen und tiefen Wälder. In Höhlen findet man sie selten. Aber Grottore scheint Gefallen an seiner Namensgebung Grotte gefunden zu haben. Das Monster war unter den Rittern Buclairs recht bekannt und wurde als potenzielle Ruhmesquelle besonderen Ranges gehandelt. Allerdings war keiner von ihnen allzu scharf darauf, sich der Bestie im Kampf zu stellen. Niemand außer dem jungen Ritter Franjo, was weiß ich. So. Indem du Pflanzen mit dem Igni-Zeichen in Brand setzt. Ach so, das schaffen wir. Ach so, nee, so nicht. Das reicht anscheinend schon. Ich hasse das schon. Halt durch! Straf für deine Sünden! Mit voller Kraft! Einfach draufhauen. Sind jetzt Blumen auch noch? Oh. Also, so giftspuckende Blumen oder wie? Ja, schon. Oder macht der die Knödel? Bin mir nicht sicher, wo ist er denn? Aha, die brennt. Also, den hätten wir jetzt tatsächlich noch Giftpflanzen da. Ah, die ist jetzt auch tot. Oder? Sind die jetzt gestorben? Haben wir es geschafft? Ich bin froh, dass der überlebt hat. Der hat mir leid getan. Meiner Treu, war das ein zähes Vieh. Ich bin dankbar, Hexer. Du hast mir sehr geholfen. Wozu diese Herausforderung? Eine Nummer kleiner ging es wohl nicht? Ein Murmelmensch hätte es doch auch getan. Warum? Also, die Grässlichkeit des Monsters muss schließlich der Tiefe meiner Liebe entsprechen. Du errötest, Herr Ritter.
Es ist meine Verlobte. Bon Crusader, danke schön. Wir kennen uns doch erst 2 Jahre. Also schwor ich, den Grottore zu töten. Das sollte mir Zeit verschaffen. So eine Bestie, das kann Monate dauern. Mhm. Vor allem bei dem Tempo, das du vorgelegt hast. Wird Zeit, dass du nach Beauclair zurückkehrst, tapferer Ritter. Nein, nein. Das Haupt dieser Bestie ist so winzig und unzureichend, als Ausdruck der Liebe, die ich für meine Verlobte fühle. Die Welt wartet. Zu ihren Ehren werde ich eine noch viel schrecklichere Bestie erlegen. Ein Rat. Nimm den verdammten Kopf und hör auf mit dem Mist. Du verstehst nicht. Wenn ich zurückkehre, habe ich keine Entschuldigung mehr. Sie wird mich vor den nächstbesten Schrein zerren. Halt die Klappe und hör zu. Wappen, Schrottrüstungen und schwärmerische Verlobte, das hat alles nichts mit Monsterjagd zu tun. T-Bone, danke schön. Die ist verdammt harte Arbeit, gefährlich und undankbar obendrein. Dafür bist du nicht geschaffen. Du willst deine Tapferkeit beweisen? Geh zu deiner Verlobten und sei ehrlich. Sag ihr, dass du noch nicht bereit für eine Hochzeit bist. Du nimmst kein Blatt vor den Mund, Meister. In Toussaint wird schon für kleinere Schmähungen Satisfaktion verlangt. Doch kann ich nicht leugnen, dass in deinen Worten Wahrheit liegt. Ich habe nur um ein Haar überlebt und es ist Zeit. Ich sollte nach Hause zurückkehren. Wahrscheinlich Arista Deathbird, wenn du Spiele mit guter Story magst, kennst du es wahrscheinlich eh und hast es schon gespielt. Aber wenn nicht, dann solltest du dir echt unbedingt mal Disco Elysium anschauen, falls du das noch nicht kennen solltest. Weil ich finde, vom Erzählerischen her, von den Dialogen her, von der Story her, von der Welt her, ist das schon eines der besten bis heute, würde ich sagen. Ah, oh, Wildschwein, das ist echt gefährlich. Und ziemlich monströs. Wobei so ein Wildschwein kann auch in Wirklichkeit schon ganz schön riesig werden. Ne? Das vergleichen viele, und zwar nicht zu Unrecht, sowohl von der Qualität her als auch von der Struktur her, so ein bisschen mit Planescape Torment. Das ja quasi bis heute als so das legendäre Story-Videospiel zählt. Also Disco Elysium würde ich mir echt anschauen an deiner Stelle. Bessere Dialoge gibt es kaum, glaube ich. Ich warte jetzt noch. Ich habe das am PC lange gespielt, aber nicht durchgespielt. Und jetzt ist ja gerade die Super Premium Deluxe Edition rausgekommen, dass wirklich alles in dem Spiel vertont ist. Das ist super. Früher musste man viel lesen in Disco Elysium. Jetzt ist wirklich alles vertont. Super cool. Ich warte jetzt noch, bis es im Sommer irgendwann auf der Switch kommt. Und dann wird das mein Gute-Nacht-Geschichten-Spiel. Da freue ich mich echt schon drauf. Abraxel, danke schön für den Bitregen. Nochmal. Yippie. Ah, ich befürchte, der Schnellreisepunöpel, den ich mir markiert habe, ist irgendwo da oben. Da werden wir wohl nicht hochkommen. Oh, Geralt, nein! Hau doch ab, Geralt! Du bist so ein Trottel, ey! Come on! Rutsch doch! Du rutschst doch immer so gerne die Abhänge runter! Was fällst du denn jetzt? Oh, ich hoffe nur, oh Gott! Ich hoffe nur, dass gespeichert wurde irgendwann mal. Well, Crusader, danke fürs Abo verschenken! 37 Abos verschenkt! Und das Glas leer gesprengt damit. Metatron hat vorher schon 74 insgesamt Abos verschenkt. Crazy, crazy Leute. Vielen Dank. Ihr seid verrückt. Im positivsten Sinne.
Sodala, gehen wir nochmal zu Fuß woanders hin. Plötze. Mit Plötze. Zu Fuß mit Plötze. Zu Huf. Zu Ross. Beritten. Gepferdet. Oh, genau, das Wildschwein. Ich hab's fast vergessen. Stimmt, ja. Da hat Kattegar ja ein Projekt geplant, ne? Bin ich auch gespannt. Vollen Crusader, danke doch mal fürs Glas wieder mit Bits vollfüllen. Skullusion gibt es momentan sogar um 20% Rabatt auf Steam. Ah ja, also ich kann das wirklich voll empfehlen, das Spiel. Im Grunde ist das im Kern ein sehr, sehr cleveres, gut geschriebenes, klassisches Top-Down-RPG, aber das kommt komplett ohne Kämpfe aus, aber ohne, dass es sich so anfühlt, als würde was fehlen. Weil quasi alle Konflikte im Grunde mit Dialogen oder Skill-Checks gelöst werden. Und da gibt's quasi schon auch Kämpfe, aber nicht so, wie man sich das vorstellen würde in so einem klassischen RPG. Sondern da werden halt dann, Moment mal, kann ich nicht ans Ende der Welt reiten? Sondern da werden halt dann wirklich, das Ende der Welt ist weit weg. Eben einfach Skill-Checks ausgeführt, die entscheiden, ob man den Kampf jetzt gewinnt oder nicht. T-Bauen, danke für die vielen, vielen Bits nochmal. Durch die ganzen Bits wurde ein Hype-Train gestartet. Schon zu 81% aufgefüllt. Nice. Das heißt, gleich kriegen wir dann, glaube ich, wieder irgendwelche exklusiven Super-Spezial-Emojis. Danke euch. Alle miteinander. Einfach reiten. Einfach reiten. Nicht zurückschauen, nicht nach oben schauen. Nicht von den Wildschweinen fressen lassen. Einfach reiten, Plätze. Tibau, danke nochmal. Jetzt regnet's Bits. Bits und Abos. 93% Stufe 1 Hype Train. Nice. Sodala, kehre zu Franjos Geliebten zurück. Die ist zum Glück direkt neben dem Schnellreisepunkt. Ich bin gespannt, ob er jetzt den Mut hatte, ihr zu sagen, dass er eigentlich gar nicht heiraten will. Level 1 abgeschlossen. Danke, Abraxe. Hype Train, Stufe 2 erreicht. Hype. Metatron, danke für noch mehr Abos verschenken tun. Oder so. Oh Gott, da fallen die Abo-Bits ins Glas und sprengen alles raus, was noch drin ist. Und vollen Crusader legt noch ein paar Bits nach wieder, dass das Glas wieder aufgefüllt ist. Ich glaube, wir haben schon Stufe 2 Hype Train abgeschlossen, ne? Ich glaube, Stufe 2 abgeschlossen. Der Hype Train rollt. Nice. Danke euch, das ist voll cool. Jetzt reden wir währenddessen mal mit Chakwet. T-Bone legt auch nochmal nach. Dankeschön. Frohe Kunde, Mademoiselle. Oh, in der Tat. François ist zurück. In einer Woche heiraten wir. Morgen findet die Ehelehre im Tempel statt. Übermorgen ist Anprobe des Hochzeitskleids. Dann besichtigen wir den Ort der Hochzeitsfeier. Dicker. Ich war noch nie so glücklich. Nochmal. Dankeschön. Glückwunsch! Ach so, warte mal. Soll ich die jetzt in ihr Unglück laufen lassen, die beiden? Ich meine, aber vielleicht ist er nur nervös. Aber es klingt nicht so, als hätte er Bock auf sie. Und ich finde, sie sollte wissen, dass er keinen Bock auf sie hat. Das ist beiden gegenüber einfach, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist das Beste. Ich frage einfach mal, ob das eine gute Idee ist, dass man jetzt so vorschnell heiratet. Vielleicht solltet ihr euch erstmal ein bisschen kennenlernen. Ob diese Heirat so eine gute Idee ist? Was? Wie darf ich das verstehen? Der junge Herr Le Joff schien nicht gerade scharf darauf zu sein, unter die Haube zu kommen. Vielleicht solltet ihr noch einmal
Also wirklich, was fällt dir ein? Kein Wort mehr. Nimm dein Geld und geh. Naja, ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Von Crusader bringt den Hype Train auf Stufe 3, beziehungsweise Stufe 3 abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, wer jetzt auf 4 ist oder wie, aber auf jeden Fall, yeah. Und T-Bone und hilft auch noch nach. Legt auch noch nach. Crazy. Das ist echt total cool. Total nett von euch, Leute. Das ist echt super. Hätte besser laufen können. Die Quest, meinst du? Ach, weißt du was? Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Damit kann sie jetzt machen, was sie will. Oder die beiden. Es ist okay, finde ich. Das passt schon. Es war vielleicht jetzt nur die erste Reaktion. Jetzt schläft sie drüber und dann sieht die Welt vielleicht gleich ganz anders aus. Und dann reden die vielleicht miteinander. Ne? Und dann kann man vielleicht sich erstmal noch ein bisschen kennenlernen und warten, bevor man gleich irgendwie sich in die nächste Kirche stürzt. Insofern machen wir jetzt, glaube ich, die nächste Hauptstory tatsächlich endlich. Sehr, sehr cool. Der Hype Train steht auf Stufe 4. Cool, cool. Ja, ich muss das echt mal, mich würde das so interessieren, was genau das, also was das höhere Level bedeutet. Kriegen dann mehr Leute diesen speziellen Emoji, um es denen geht? Oder gibt es mehrere Emojis dann? Ich weiß das gar nicht. Aber mehr ist bestimmt gut, oder? Je höher, desto besser. Ich hoffe, ich denke dran. Dann schaue ich nach dem Stream nochmal, damit ich es beim nächsten Mal weiß. Ja, wie gesagt, einmal, ich glaube, das war in dem 24-Stunden-Stream, haben wir Hype Train Level 5 erreicht. Das ist, glaube ich, echt das Maximallevel, wenn ich mich recht erinnere. Das war cool. Ein denkwürdiger Tag. Max Level, ja genau. Ich kann mich auch, ich erinnere mich auch so dran. Okay. Ich bin früh dran. Noch keine Waffe da. Dann warten wir jetzt mal bis nachts. Gehen wir in die Mühle und besprechen uns dort. Du hast offenbar schon einen Plan. Erklärst du ihn mir? Wir haben zwei Ziele. Die Schwester der Herrin finden und die Männer schnappen, die den Vampir erpresst haben. Duntin ist eine schlichte Anlage. Mehrere Gebäude, eine Mauer drumherum. In der Mitte steht der Bergfried, der vor kurzem von Roderick, dem älteren Ritter der Burg, wieder aufgebaut wurde. Wir greifen hier an, durch das Haupttor, und sichern dann den Bereich vor dem Bergfried im Sturmangriff. Wie viele Männer verteidigen Duntin? Weißt du das? Dankeschön. Roderick hat einige Ritter zur Verteidigung da. Es ist keine Armee, aber es könnten ein paar Dutzend sein. Außerdem hat Roderick vor kurzem eine Bande fremder Söldner aufgenommen. Aber über die wissen wir wenig. Die Männer des Zintrias, ganz bestimmt. Ich bin ihnen in der Stadt begegnet. Sie wollten mich töten. Und danke auch nochmal. Wir über müssen 50%. Von beiden Seiten zugleich zuschlagen. Du ziehst die Verteidiger auf dich und beschäftigst sie. Ich schleiche mich von hinten rein, suche die Frauen und sorge dafür, dass ihnen nichts passiert. Ich springe über die Mauer, sobald ihr angreift. Abraxe, danke. 54%. Das ist ein großes Risiko für dich. Und noch 50 Sekunden. Aber du schaffst das. Uff. Gehen wir. Das letzte Level ist aber schon hart hier im Hype Train, ne? Krass, krass. Oh, voll Crusader. Macht's, glaube ich, voll, oder? 98%? Come on! Ah, voll Crusader, danke. Nochmal voll gemacht. Yes, nice. Tiefer und auch noch sehr cool. Yes! Hype Stufe 5.
Da reitet Geralt auch gleich los wie der Wind. Hype! Voll cool. Dankeschön. Das zweite Mal. Ein historischer Moment. Der zweithistorischste Moment überhaupt. Hier auf Twitch. Moment mal. Hype Train Level 5. Letzte Stufe. Macht so lange weiter. Ach so. 5 kann jetzt noch befüllt werden. Ich verstehe. Es genau. Geht los. Beim letzten Mal hatten wir das wirklich voll. Schnappen wir uns das Pferd und hauen ab. Okay. Dann sind wir doch noch nicht am Limit. Wir kommen nicht weit, wenn aber die gut. Jungs da vorne nicht durchhalten. Nicht so schnell. Vorletztes Level ist auch ziemlich cool, Leute. Dankeschön. Aber jetzt müssen wir hier Banditen verhauen. Au. Ah ja, aber dann ist das fünfte quasi das letzte, das noch voll werden muss. So ist das also. Cool, yo. Autsch. Autsch. Hey, ich muss mich mal kurz ein bisschen zurückziehen und ein Schinkenbrötchen essen. Zum Glück habe ich meditiert, können wir einen Heiltrank essen. Und jetzt saugt dem seine Lebensenergie aus. Fehler. Oh, T-Bone, danke schön. Voll großzügig nochmal. Oben drauf gelegt. 38% voll. Roderick hat sie geschickt, um die Pferde zu holen. Er will fliehen. Das kann ich nicht zulassen. Er ist ja kein Problem. Du musst dich keinesfalls irgendwie jetzt hier genötigt oder so fühlen. Das ist alles... Ne, total cool. Freue mich auch so, dass du da bist. Sie bewachen sie wohl nicht. Roderick hatte recht. Das muss schneller, Roderick sein. Lade diese Kisten auf den Wagen! Genau, dabei sein ist alles. Da ist jemand! Abraxe, danke nochmal! Oh, mein Gott, jetzt sind wir doch schon auf 50%. Und noch über 2 Minuten. Vielleicht wird er doch noch was. Oh, nochmal Abraxe! 63%! Crazy. Was passiert hier? Und T-Bone nochmal. Irre. Dankeschön, Leute. Ihr seid vorwärts. Ja crazy heute. Was keine ist denn, Gnade. Was ist denn heute los? Ich werde und es Abraxe dir zeigen, macht Halunke. Noch voll die letzten paar Prozent. Maximale Hype-Train-Super-Level-Stufe erreicht. Und Roderick von Dunton muss auch noch dran glauben. Komm her, du wirst jetzt totgewirbelt für Zauberwindet zur Feier des Tages. 107%. Nicht schlecht. Gnade. Oh, 123%. Danke, Frank Crusader. Ich hab nichts Falsches getan. Naja, du hast dir die falschen Freunde ausgesucht. Die Männer des Zintrias. Wo sind sie? Ich wusste es. 130, lieber und dankeschön. Hätte sie nicht unter mein Dach lassen sollen. Wo sind sie jetzt? Im Bergfried. Sie bereiten ihre Flucht vor. Ist jemand bei Ihnen? Eine Frau namens Sianna? Ja, natürlich. Sie hat mich überredet, sie aufzunehmen. Und jede Menge Ärger gleich dazu. Wo ist sie? Sie packt. Wir wollten zusammen fliehen. Ich, alter Dummkopf, ich hätte alles für sie getan. T-Bone erhöht nochmal auf 131%. Auch im Bergfried? Ja, ihre Gemächer sind im Turm. Ganz oben. Und nochmal von Fallen Crusader aufgestockt. 135, Dankeschön, Leute. Das ist echt total nett von euch. Total cool. Ich weiß gar nicht, das waren jetzt so viel Beträge, ne? Ich glaube, das ist voll viel Bits, die hier zusammengekommen sind, ne? Crazy. Dankeschön. Und die Zeit ist abgelaufen. Hype Train Erfolg. Yes.
Level 5 Hype Train Emote erhalten. Ich teile das mal. Was ist denn das? Ich erkenne das gar nicht. Der hat ein LOL-Frosch. Abraxel, danke nochmal. Emojis werden an Supporter ausgeliefert. Da sieht man voll viele verschiedene da oben, aber alle haben wir den LOL-Frosch bekommen, ne? Wer kriegt denn dann die anderen, die da immer oben angezeigt werden? Den Magier und die... Ich verstehe das nicht. Das muss ich mir wirklich mal anschauen, wie das genau funktioniert. Oder haben wir die anderen jetzt auch bekommen? Nur der LOL-Frosch, das muss ich kurz... Für alle, die jetzt auf YouTube zusehen. Ihr seid jetzt wahrscheinlich verwirrt. Tut mir sehr leid. Aber das ist gerade wichtig. Ah ja, hier sind die Twitch-Hype-Train-Emojis. Aber da ist jetzt, glaube ich, wirklich nur der Frosch neu dazugekommen, ne? Die anderen sind älter. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall voll cool, Leute. Dankeschön für die vielen Bits und die vielen Abos. Das war jetzt echt ziemlich wild. Eine wilde Runde. Das ist kein LOL-Frosch, das ist der Lord of Landsquid. Der Lord of Landsquid Frosch. Nice. Dankeschön an alle. So, da, wo waren wir stehen geblieben? Ich suche nach einer Gefangenen. Wo ist die Gefangene? Die Frau. Was? Was? Was meinst du damit? Ich weiß nichts von einer Gefangenen. Das muss das Werk meiner Gäste sein. Was? Was wird aus mir? Hier, drück das auf die Wunde. Das stoppt die Blutung. Ich danke dir. Kein Problem. Tötet den Scheibenkleister? Scheibenkleister als Beleidigung jemandem gegenüber benutzen? Ist eigentlich schon wieder ziemlich cool. Ich glaube, das muss ich mir merken. Du verdammter Scheibenkleister. Ich mach dich fertig. Letzte Chance. Ergebt euch. Das hat uns diese Hure eingebrockt. Tötet ihn! Angriff! Oh oh, das sieht nach Vampir-Power aus. Oh, das ist schon cool, ne? Wie die so ins Nichts gezerrt werden. Cool inszeniert. Ins Dunkel. In den Bergfried rein. Sie werden bezahlen für alles. Kriegen die jetzt durch das ganze Blut hier nicht voll den Vampirhunger? Ist das nicht problematisch? Apropos problematisch. Ich sollte mal kurz Rüstung und Schwerter reparieren. Vor allem unsere Rüstung. Ist nämlich wirklich schon kaputt. Ich hoffe, ich habe noch Schwerter-Reparatur-Sets. Ja, habe ich. Sag mal, irgendwie... Mein Gott, das war schon sehr kaputt, ne? Meine Güte. Okay. Mach's gut, Metatron. Ciao. Gegen. Ich habe gerade gesehen, was ihr für crazy shit könnt.
Na hier, ich muss wieder hier Musu spielen. Musu Witcher spielen. Es passt wieder perfekt, ne? Dann kann man auch die beiden Vampire spielen. Die haben dann vielleicht ähnliche, aber doch unterschiedliche Movesets. Können sich rumteleportieren. Passt super. Ich will sofort ein Musu spielen im Witcher-Universum. Ich schreibe jetzt sofort nach diesem Stream. Schreibe ich eine E-Mail an CD Projekt Red, die hat wahrscheinlich gerade andere Sachen zu tun, aber trotzdem. Und eine an. Wer macht die Musterspiele immer alle? Wie heißt die? Ist das Tempo? Ist das Bandai Namco? Naja, an die auch. Dann müssen die das machen. Das beschwere ich mich. Euch beide hatte ich hier nicht erwartet. Wir dachten, du könntest unsere Hilfe gebrauchen, deshalb... Hexer, wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wo ist Rena? Renen werden jede Menge Fragen beantwortet, das spüre ich. Gut, dann mal los. Dieses Moveset schreit nach einem Musu-Spiel. Rena! Bist du verletzt? Haben sie dir... Du kennst mich. Das würde ich nie zulassen. Ich habe auf dich gewartet. Ich wusste nicht, wo ich suchen sollte. Sie wollten dich töten. Ich... Verzeih mir. Ich habe dich enttäuscht. Ist jetzt die Schwester von der Herzogin? Ist das jetzt die? Ich kenne mich gerade leider nicht mehr aus. Jetzt müssen wir nur Anna Henriettas Schwester finden. Nein, okay. Wo sollen wir suchen? Weißt du das? Das war seine entführte Frau. Ich habe Freundin, getroffen, die bestimmt den Herrn von Duntin. Mit denen unter einer Decke steckt, im Wirklichkeit. Sag schon, dann holen wir sie. Die Zeit ist knapp. Er sagte, sie wäre in einem Zimmer im Turm. In dem Zimmer, in dem wir stehen. Was nicht wirklich wie eine Gefängniszelle aussieht. Außerdem steht hier eine Karaffe mit Wein. Ich wette, das ist der gestohlene Sangreal. Was willst du damit sagen? Ganz genau. Ich gebe dir eine Chance. Erzähle uns alles. Ich habe nichts zu erzählen. Hexer, was soll das? Tut mir leid, Detlef. Du wurdest reingelegt. Mein Freund, bitte. Du musst hören, was Geralt zu sagen hat. Rena ist nicht ihr richtiger Name. Eigentlich heißt sie Sianna. Und Sianna ist die Schwester von Anna Henrietta, der Herzogin von Toussaint. Also doch! Was für ein Quatsch ist das denn? Sianna wurde als Kind verbannt, aber sie ist vor kurzem zurückgekehrt. Sie lebte auf Duntin und führte von dort aus eine Wandergilde an. Sie schickte einen Mann nach Beauclair, den Zintrier, um Wein für sie zu stehlen, der für die herzogliche Familie bestimmt ist. Der Zintrier hat uns zu ihr geführt. Später habe ich ihn erwischt, als er ein Juwel klaute, das Sianna als Kind von ihrem Vater bekommen hatte. Tut mir leid, Detlef. Sie hat dich benutzt für ihren Plan. Aber woher hat Geralt jetzt diese super detaillierten Informationen plötzlich, frage ich mich. Aber gut, ist halt Geralt. Aber genau das habe ich schon prophezeit. Also nicht genau das, offensichtlich. Aber so ziemlich... Ne? Ich habe vorher noch gesagt, erst habe ich die Herzogin verdächtigt und dann habe ich gesagt, naja, dann wahrscheinlich das, was ich gerade gesagt habe, nur in Bezug auf die Schwester der Herzogin. Und genau so war's. Komm nach Teshamutna und erkläre dich. Wenn nicht, mache ich Beauclair dem Erdboden gleich. Das verspreche ich dir. Du hast 3 Tage.
Ich warte auf dich. Vampire haben schon ziemlich coole Fähigkeiten in der Hexe. Ist er einfach weggeflogen? Damn. Er wollte nicht voreilig handeln. Er wollte seine Nerven beruhigen. Glaubst du, dass er seine Drohung wahr macht? Ich weiß es nicht. Wenn er wütend ist, ist er unberechenbar. Ich werde zu ihm gehen. Wie bitte? Nach allem, was er gerade... Du kennst Detlef nicht so wie ich. Wenn ich nicht tue, was er sagt, wird er die Stadt wirklich vernichten. Dazu ist er mehr als in der Lage. Packt dich jetzt dein Gewissen? Besser spät als nie, oder? Nun, das scheint wirklich die beste Möglichkeit zu sein. Herrin, wir müssen vorsichtig sein. Die Wachen haben hier Vampire gesehen. Sie könnten noch da sein. Vampire oder nicht? Meine Schwester ist hier. Findet sie! Gnädige Herrin, das... Sienna, es stimmt also... Du bist es. Schwester, Liebste, wo bist du da nur reingeraten? So besorgt? Ich bin überrascht. Ist das etwa ehrlich gemeint? Du bist verbittert, das verstehe ich. Aber ich verspreche dir, dass wir die unschönen Angelegenheiten der Vergangenheit alle bewältigen werden. Wir sprechen später darüber. Hauptmann, begleite Sienna zum Palast. Ich komme zu ihr, sobald wir zurück sind. Wie du wünschst, gnädige Herrin. Hexer, ich danke dir. Ich kann es nicht fassen, dass meine Schwester die ganze Zeit über so nah war. Roderick von Duntin wird sich für Verrat und Erpressung verantworten müssen. Er ist kein Verräter, nur naiv. Er hat sich für dumm verkaufen lassen und teuer dafür bezahlt. Für dumm verkaufen? Von wem? Von deiner Schwester. Sie hat ihn überredet, die Banditen bei sich aufzunehmen. Wir haben herausgefunden, dass Sienna den Vampir erpresst und ihm befohlen hat, diese Menschen zu töten. Was? Was für ein Unfug ist das denn? Sie ist seine vermisste Geliebte. Sie hat ihre eigene Entführung vorgetäuscht, damit er auf ihre Wünsche eingeht. Er war ein Werkzeug. Der Plan stammte von Sienna. Sie steckte dahinter. Du irrst dich. Du musst dich irren. Das kann nicht sein. Gnädige Herrin, ich kenne diesen Vampir und... Was? Du kennst ihn? Wer ist das? Detlef. Derselbe, mit dem ich vor kurzem an einem Tisch saß und der mir von Nazair erzählt hat? Gibt es noch was, das ich vielleicht nicht weiß? Etwa ein Drache, der unter der Gorgo wohnt? Ist hier sonst noch jemand ein Vampir? Wo ist er jetzt? Er wartet auf Sienna. Wenn sie ihn nicht zu einer bestimmten Zeit trifft, wird er Beauclair zerstören. Er wagt es, uns zu drohen? Gnädige Herrin, wir haben 3 Tage, um ihm Sienna zu bringen und... Ich will kein Wort mehr hören! Du hast 3 Tage, mir seinen Kopf zu bringen. Keine weiteren Geheimnisse, keine helfenden Vampire. Ich will haben, wofür ich bezahle. Den Kopf des Biests. Tja, also selbst wenn ich wollte, also wenn Geralt wollte, sieht das nicht gut aus. Außer unser Vampirfreund hilft uns und das sieht nicht gut aus. Insofern. Meinst du, die gnädige Herzogin hat sich beruhigt? Kaum. Sie vergisst nichts, nimmt nichts zurück. Vor allem keine Drohungen. Tja, selbst ich muss zugeben, dass Detlefs Betragen höchst unangemessen war. Verwerflich gar.
Bist du nervös? Ah, okay. Spoiler vermeiden. Na gut. Dann mach's gut, Felix. Hm. Mal sehen. Du kommst mit leeren Händen von der Jagd. Keine Trophäe. Keine neue Spur zum Prahlen und Verfolgen. Ich kann gar nicht nervös werden. Die Mutationen, du erinnerst dich? Hm, ja, natürlich. Deine Standardausrede, wenn dir ein Gespräch unangenehm ist. Scharf beobachtet. Wechseln wir also das Thema. Hm. Und wie reagieren deine Kunden üblicherweise, wenn du ihre Erwartungen nicht erfüllst? Kommt drauf an. Bauern werden ausfallend. Händler verlangen ihr Geld zurück. Adlige lassen meist nur die Hunde los. Und Herrscher? Die drohen mit dem Galgen. Die höchsterlauchte Herzogin erwartet die Herren. Edle Herrin, das Volk verlangt nach Strafe für Sianna. Sie hat schreckliche Verbrechen begangen und allzu viel Blut vergossen. Noch ein Wort, Palmerin, und ich vergieße noch mehr Blut. Deins. Zum letzten Mal. Sianna hat viele auf dem Gewissen, das ist wahr. Aber sie ist auch meine Schwester. Uns verbinden eine gemeinsame Kindheit und Blutsbande. Ich lasse nicht zu, dass sie gelyncht wird. Höchsterlauchte Herzogin, ich fürchte, die Massen werden sich erheben und mit Fackeln und Mistgabeln das Gefängnis stürmen. Sollen sie doch. Dort finden sie sie nicht. Sianna befindet sich an einem sicheren Ort und wird vor Gericht gestellt, sobald wir diesen verfluchten Vampir los sind. Nach euren Gesichtern zu urteilen, dauert das wohl noch eine Weile. Wir taten, was wir konnten, aber... Meine Geduld geht zur Neige, Geralt. Wo ist er? Wo ist Detlef? Wir arbeiten daran, es herauszufinden, edle Herrin. Hältst du mich für schwachsinnig? Das würde mir nicht einfallen. Es ist mir einerlei, woran ihr arbeitet, gearbeitet habt oder noch arbeiten werdet. Ich will Ergebnisse, die es bisher nicht gibt. Ich gehe bisweilen auf Fuchsjagd. Wisst ihr, wie das funktioniert? Der herzogliche Weidmann lässt die Hunde los. Sie nehmen die Fährte des Fuchses auf, stellen ihn und führen die Jagdgesellschaft hin. Alles binnen einer Stunde. Du, Hexer, hattest eine Woche. Dazu die Hilfe meiner besten Ritter. Doch gestellt hast du rein gar nichts. Ich glaube, meine Hunde hätten sich klüger angestellt. Gestatte mir, auf einige subtile, doch grundlegende Unterschiede zwischen höheren Vampiren und Jagdwild hinzuweisen. Ach was, ähnliche Unterschiede wie zwischen flauen Witzchen und hochverräterischen Beleidigungen? Hüte deine Zunge, Hexer. Und nun zur Sache. Sagt mal... Habt ihr überhaupt etwas vollbracht? Edle Herrin, offenbar hat Sianna Detlef betrogen und benutzt, um die Ritter zu ermorden, die sie ins Exil eskortiert haben. Wir sehen uns veranlasst zu glauben, dass... Edle Herrin! Vampire! Was? Plural? Hey, schon. Vampire! Greifen die Stadt an! Hauptmann de la Tour verteidigt den Platz bei der Anlegestelle. Aber so viele Tote. Verdammt. Wenn dieser Detlef Krieg will, kann er welchen haben. Geralt, an die Arbeit und keine Ausreden mehr. Palmerin, du... Bring sie hier raus.
schön, dass die Bogenschützen ausnahmsweise mal auf meiner Seite sind. Leider sind die als Verbündete so nutzlos, wie die als Gegner nervig sind. Ich kann gerade nicht speichern. Eigentlich ist nämlich Schluss für heute, aber jetzt schauen wir mal. Ob wir einen guten Schlusspunkt finden. Diana hat die Verabredung nicht eingehalten. Und, tja, Detlef hat es ernst gemeint. Scheint so. Jetzt brauchen wir einen Plan, der was taugt. Das hier geht zu weit, verdammt. Regis, du hast erwähnt, dass es eine Möglichkeit gibt, Detlef hervorzulocken, die dir aber zu gefährlich ist, um sie zu nutzen. Habe ich das so gesagt? Dann vergib, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Gefährlich ist eine skandalöse Untertreibung. Regis, ein weiterer innerer Monolog aufgrund eines persönlichen Dilemmas. Würdest du mir bitte einfach sagen, wie man Detlef zu einem Treffen zwingt? Alles zu seiner Zeit. Zuerst, Geralt, möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Immerhin könntest du Detlefs Forderung erfüllen und seine geliebte Sianna befreien. Befreien. Wirklich befreien? Ach ja. Das ist eine schwierige Situation, finde ich, ne? Ich finde die auch super unsympathisch, die Herzogin. Schon seit sie den einen Kerl, weil er ein Weinfass verschenkt hat, irgendwie hinrichten lassen hat. Oder was weiß ich, was sie mit dem gemacht hat. Auf jeden Fall ist sie total crazy, die Frau. Naja. Du meinst, Detlef glaubt noch, dass Sianna unschuldig ist? Ich glaube, er hat Verdacht geschöpft. Das muss er. Und er will begreifen, was passiert ist. Und deswegen hat er dem gesamten Herzogtum den Krieg erklärt? Tja, nun, Mäßigung war nie seine Stärke. Du willst Sianna wirklich befreien und Detlef ausliefern? Ich kann nicht glauben, dass du das für klug hältst. Es ist schwer zu glauben, ich weiß. Aber Detlef ist nicht böse, sondern nur impulsiv. Er muss sie sehen und mit ihr sprechen. Dann verschont er die Stadt. Selbst wenn ich einverstanden bin, Anna Henrietta wäre es niemals. Kann mich nicht in Sinn vorgeschlagen zu haben, sie um Erlaubnis zu bitten. Dieses Treffen. Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du sagst? Was, wenn es zum Kampf kommt? Garantierst du für Sianas Sicherheit? Es ist überaus unwahrscheinlich, dass... Ich will keinen Vortrag über Wahrscheinlichkeiten, sondern eine klare Antwort. Ja oder nein? Ich schwöre, dass hier kein Haar gekrümmt wird. Ich habe jede Menge Vorbehalte. Wir wissen nicht einmal, wo Sianna festgehalten wird. Du hast die Herzogin gehört. Im Gefängnis ist sie nicht. Das ist kein Vorbehalt, sondern eine Ausrede. Ich bin sicher, dass du sie finden kannst, wenn du es dir nur vornimmst. Hm. Ich könnte Damien fragen. Die Herzogin behandelt ihn wie einen Schoßhund. Er ist meistens in ihrer Nähe. Vielleicht weiß er mehr. Na bitte. Ich wusste, dass dir was einfällt. Bravo. Habe ich deine Vorbehalte damit zerstreut? Nicht so eilig. Wir sind noch nicht fertig. Wie würde ich Detlef denn aus dem Versteck locken, wenn ich wollte? Mit Jungfrauenblut? Nun, irgendwo in der Gegend lebt ein seltenes Wesen. Einer der Unsichtbaren. Es sind uralte, mächtige Vampire, die zu den ältesten und stärksten gehören. Mhm. Und? Toussaint ist das Territorium dieses Unsichtbaren. Alle Vampire schulden ihm Gefolgschaft, solange sie hier sind. Er braucht es nur zu verlangen und Zeit und Ort festzulegen, dann muss Detlef erscheinen. Wie bringen wir diesen Unsichtbaren denn dazu, Detlef herbeizurufen? Wir müssen ihn überhaupt erst mal finden. Der Unsichtbare empfängt keine Fremden, wenn es nicht sein muss. Aber Leute von hier, Orianna zum Beispiel, weißt du, sie ist auch... Ja, das dachte ich mir. Also schön, sagen wir, sie bringt mich zum Unsichtbaren.
Was dann? Weiß ich nicht. Du wirst wohl improvisieren müssen. Verstehe. Also muss ich ihn entweder erpressen oder besiegen. Du kennst meine Wahl. Wenn wir Siana befreien und zu Detlef bringen, besteht eine Chance, dass wir und Detlef aus diesem Schlamassel alle lebendig rauskommen. Regis, ich will dir nicht das Schwert auf die Brust setzen, aber ich muss es wissen. Wenn ich beschließe, gegen Detlef zu kämpfen, auf wessen Seite stehst du dann? Wenn du meinst, dass dein Schwert die einzige Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Das weiß ich zu schätzen. Das hoffe ich doch. Und nun sag mir, was wirst du tun? Naja, was will ich denn mit dem Schwert? Ich kann dem ja gar nichts tun. Also ich kann den nicht töten. Aber wahrscheinlich kann ich ihn in ganz kleine Stücke schneiden, wenn ich Glück habe. Und dann braucht er halt ein paar hundert Jahre, bis er sich regeneriert oder so. Naja. Oh, jetzt müsste ich die Namen zuordnen können. Reden wir mit Damien. Wer ist denn das da überhaupt? Wer ist denn Damien? Orania ist die Vampirfrau, oder? Das wäre mir nämlich lieber. Das fände ich cooler. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Soll ich... Weil der Unsichtbare würde mich halt echt interessieren. Darum geht es mir eigentlich hauptsächlich. Und wenn ich sage, ich weiß es nicht, ich muss drüber nachdenken, kann ich es mir später noch aussuchen wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, gut. Keine Ahnung. Ich muss nachdenken. Keine leichte Entscheidung. Das verstehe ich. Erlaube mir, dich deinem Dilemma zu überlassen. Ich werde in der Stadt gebraucht. Ich kann die Ereignisse zwar nicht aufhalten, aber vielleicht kann ich die Opferzahlen begrenzen. Wenn du dich entschieden hast und vielleicht etwas erfährst, sag es den Raben. Ich finde dich. Okay. Das ist ja irgendwie ziemlich cool, finde ich. Ich hätte nie gedacht, dass Vampire jagen so anstrengend. Kann leider immer noch nicht speichern. Doch, jetzt geht's. Okay, cool. Weil dann machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss für heute. Ich weiß gerade, wo spannend wird. Voll doof. Aber da können wir noch ein Stream oder ein paar Let's Play folgen, je nachdem, wie sich's ausgeht, füllen damit. Und da bin ich wirklich schon gespannt, wie es weitergeht. Das ist richtig cool, finde ich. Das gefällt mir gerade echt gut. T-Bone, danke nochmal für die Bits, für die Abschiedsbits, die das Glas nochmal sprengen. Echt cooles Spiel, ne? Coole Story, cool inszeniert. Und ich kann mir den Namen nicht merken, aber ich mag seinen Vampirfreund. Der ist mir irgendwie so sympathisch. Ich weiß gar nicht warum. Der ist so ruhig, so klug, so empathisch, aber auch irgendwie. Das ist ein cooler Charakter. Den mag ich echt gern. Na schön, Leute, dann vielen, vielen Dank für die ganzen Bits und die ganzen Abos heute. Das war wieder total crazy. Dankeschön, ihr seid echt die coolsten. Und schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ciao.